Nee, ist jetzt noch nicht. Krispy Kreme, alle. So sind der Hose. Jetzt sehe ich dich. Oh, wildes Lied. Ah. So. Ja. Es war nur ein Beat, aber es ist trotzdem wild. Wild, wild. Fade ist die. So hässlich. Leute, was geht? Ich weiß, ihr habt alle Langeweile. Ich habe schon gesehen, über 30 Leute in Warteschlange, bis ich online komme. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gehe eine Minute früher live auf Ehrenmann. Dafür müsst ihr nur 5 Euro spenden. Alles gut, macht eh keiner. Digga, wie ohne man einfach joint. Warum kannst du einfach joinen? Weiß nicht. Ja, ich habe wieder auf nur Freunde. Hört mich. Habe ich schon. Hab gerade ein Video angeschaut, Ehre Diego. Ich weiß, du bist nicht der vom Bauteam, brauchst nicht in Klammern hinschreiben. Was geht, Venom Rabe? André, Maeve komm eine Runde, du. Digga, Maeve Memes. Alter, Maeve Memes, Digga. Einfach wieder zurückgekehrt von den Toten, Digga. Guck mal, Freunde, das ist halt das Lustigste an diesem ganzen Streaming, ne? Ich hab diesen Chat eingebaut in meinem Stream, dass man ihn... Hä, wie hast du das gemacht? Warte, ich hab ihn eingebaut vor 2 Wochen, wo ich das erste Mal gestreamt habe. Er ging die ganze Zeit nicht. Ich habe nichts dran geändert, jetzt ist er da. Zeig mir mal, wie das geht, ich brauche das auch. Ja, musst du bei Streamlabs machen. Ich zeig dir das nach dem Stream. Streamlabs? Streamlabs.org. Org? Org? Freunde, was geht ab? Wie waren eure Heiligabenden? Weil die sind heilig. Jasmine, was geht? Du bist mein Lieblings-YouTuber mit Odemann. Ehre, Anime-Gamer. Ich habe auch... Gehe gerade dein Video. Gehe, guck. Digga. Alles gut, Kevin. Alles gut. Ich habe deinen Namen gesehen. Passt. Timo, was geht? Oh, Timo, Abi. Ah. Timo, Compressor, Spaß. Okay. Wollen wir ein Duo machen, oder? Komm, eine Runde, Digga. Bis die Leute mal hier reinkommen, alle. Da wird hier aufgenommen, Chat. Er sagt, bis die Leute hier reinkommen. Wir sind 200 direkt. Digga, zählt nicht. Los. Okay. Ohne ich weiß, ihr habt Mörder gesehen, ihr seid alle da. Ey, eigentlich müssen wir Mörder bis zum Schluss rauszögern, weißt du? Ist so, müssen wir echt. Bis ich offline gehe und dann machen wir Mörderaufnahme ohne euch. Okay. Dann müssen wir mal diesen Beat hören. Kann ich mit euch spielen? Niemals. Niemals. Nee, Freunde, das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Ihr schreibt ja nur rein, kann ich mitspielen. Erstmal müssen wir uns adden. Na, das kostet 10 Minuten, mindestens, weil erstmal das Dings ist falsch. Name und so. Ich ändere die Cam. Mohammed, ich hab upgegradet. Ich ändere die Cam, wenn wir in-game sind. Wenn wir fliegen, dann drücke ich den Knopf. Guck. Mit Black Screen. Bild. Und dann? Boom. Ja, ja, ja. Ja, aber du hast einen Fehler. Ah, nee, doch nicht. Du hast doch keinen Fehler. Alles gut. Ja, das ist irgendwie, ich hab's nicht richtig eingestellt. Erstmal ist kurz Blackscreen für 2 Sekunden. Vielleicht wegen der Swish-Animation oder so. Nee, ich glaube, weil ich 2 verschiedene Spieleaufnahmen geedit habe, anstatt die gleiche zu nehmen. Okay, verstehe. Das habe ich ja bei Facecam auch immer falsch gemacht. Und dann ist es Blackscreen gewesen. Jetzt switchen wir inside. Bam. Was los? Was los? Okay, komm, Corny Crossroads. Komm, Corny, wenn du ein Mann bist. Da ist immer wilde Fetzerei. Schade, ich spende 2 Euro und andere checks nicht. Echt? Nigel, danke. Dir glaube ich, weil dein Name kenne ich. Danke für die 2 Euro. Habe ich echt nicht gesehen. Kuss. Wahrscheinlich von Tippi-Stream oder so. Boah, ja. Bitte nicht bei Tippi-Stream spenden. Also könnte schon, aber Freunde, das sieht man nicht. Weil, habe ich auch eingestellt. Das, vielleicht funktioniert es so in 3-4 Tagen. Mal gucken. Hör rein. Hier ist die Hölle los, Bro. Er wurde rasiert. MPI gefunden. Den Rest kann man eigentlich wegschmeißen jetzt. Komm zu mir. Kann ich. Ich komm zu dir. Komm zu mir. Es sind 1000 Leute, Andrea! QDA! Muss mich heilen. Komm zu dir.
Junge! Er ist bei dir! Du sagst, ich komm zu dir, auf einmal geht Tür auf. Ich dachte, du bist das, Digga. Wie soll ich die Tür aufmachen, wenn ich genockt bin? Stimmt. Noch eine Runde kommen, zählt nicht. Männer wissen, was Männer sind. Ja. Ja. Aber es hat so perfekt gepasst, Freunde. Ich komm zu dir, auf einmal geht Tür auf. Ich dachte, er hat gedauert irgendwie Tür aufgemacht. Stream Sniper? Ja, er guckt doch gerade im Stream. Oder ja. Ist halt der Vollnoob, guck mal. Er aimt auf Tür. Übel hässlich, Digga. Übel, der wackes Bonks. Machen sie auch Custom Games? Safe. Safe nicht. Wie läuft's in Corona-Zeit? Wild. Nein, nicht wild, aber normal, Freunde. Ich bin zufrieden. Solange meine Videos diese 10.000 Zuschauer hat, ihr müsst mal vorstellen, 10.000 Leute gucken täglich jedes Video. Bin ich zufrieden. Danke. Mehr geht immer. Ja, wenn 20 oder 15 oder 30 oder es kann, bis Open End. Aber solange ich davon leben kann, solange ich ausschlafen kann und den Job machen kann, den ich will, ist mir alles scheißegal. Illegal, illegal. Okay, komm. Komm. Chonkes Wonkes. Komm, Chonkes Wonkes, Digga. Ich feier die Gegend, aber der Bus landet, also ist da selten irgendwie. Love Dion, du hast ein bisschen verkackt. Du schreibst Do-U gleich Udo. Aber du Let's meinst go, Duo Digga. Gleich Udo und Udo gleich Odu. Oh! Digga, wild! Kennt ihr diesen TikTok mit Empty? Ja. Ja? Ja, ich kenn das. Das ist geil. Genau mein Humor. Egal wie du schreibst, ist immer Empty. Ist halt geil, ne? Ja. Wie viel. Das ist ein Zufall. Vielleicht auch nicht. Mein Bruder früher? Er hat gelb ohne E geschrieben, wegen G. Nein. GLB, ja? GLB, Digga. Wegen gelb. Ja, man schreibt auch LKW, nicht LKW, sondern ELKAWE. Ja, das war wild. Das war wild. Würde ich auch so schreiben. Odoma hat das Prinzip, Odoma hat das Prinzip nicht verstanden, dass man Buchstaben auslässt. Nicht, er macht 12 Stück hinzu, Digga. Das dachte ich mir auch, Kreis, hey, was arbeitest du da, Digga? Weil LKW ist schon wild. Ist so. Weil das ist echt nur ein LK und ein W. Ja. Oh, kacke, Digga. Aber du musstest den Joke zu Ende erzählen, ich Digga. Ich musste, Digga. Ich hab mir so gedacht, so keiner checkt jetzt. So andere sagt einfach, oh, ja, ja, ja. Hey, Freunde, wir müssen nachher noch Odemanns Anmod wieder angucken. Oh mein Gott, Digga. Bitte. Ich glaub, ich mach's doch aus dem Short, Digga. Lass mal Anmod 5-mal verkacken. Junge, hier ist keiner gelandet. Aber für die Mave-Meme-witzigen Clips, Freunde, müsst ihr mir bei TikTok folgen auf jeden Fall. Der macht momentan, weil er Ferien hat, wieder ein paar Clips. Ja, soll man wieder zwei Videos raushauen, nice. Der kleine 31er. Bevor ich mich hier vergesse. André, wo bist du? Es geht Timur. Achso, hab ich gerade schon gesagt, ne, Cringe. Ich bin hier. Hast du mich gehört? Ja. Ich hab richtig kack equipped dafür, dass hier keiner gelandet ist. Unnormal. Hä? Digga, was? Ich hab die aufgehoben in meinem Brain. Die sind schon so in mein Inventar geslidet, aber die sind nicht in mein Inventar geslidet. Oder läufst du weg von mir, oder? Was willst du denn von mir? Was siehst du von mir? Lass mich doch. Jetzt hast du schon Minis. Ja, hab ich auch. Leck mich, Digga. Hast du auch? Ja. Das ist ein MP. Das ist ein Gegner. Wann? Ah, okay. Schieß ich hab einen Biggie. Sniper, Digga, auf ihn. Nicht getroffen. Down. Ich hab echt lange geschossen, Digga, dass er stirbt. Sag ich dir ehrlich. Ja, Hamza, du hast recht. Ich wollte ja eigentlich Double Upload machen. Odemann auch. Aber siehst du mich jetzt kam, in die Scheiße mit rein, Digga? Dann kam Shorts. Ja, weil ich nicht so alleine da stehen will. Dann kam halt Shorts und Livestreams und so und dann hab ich's halt nicht gemacht.
Wir gucken mal. Bots, meine Equip ist anders arsch. Anders. Mit ist langweilig. Ohne auch. Oh, Wortspiel des Todes gedribbelt. Hab noch einen. Beide down. André, hier ist grüne MP, wenn du willst. Welt. Ja, Mohammed, aber gefühlt 40% heißen Celik mit Nachnamen. Ich kenne auch so viele. Mindestens 3 Leute, die Celik mit Nachnamen heißen und nicht verwandt sind. André, come to me here. Junge, ich muss MP holen. Junge, da liegt auch eine hier vorne. Ich bin jetzt schon hier. Die war immer noch näher als du. Ach, Digga, Schmutz. Schmutz, Digga. Keine IR bis jetzt. Dein Ernst, Digga? Hier, Odoman. Take it. Ich hab hier Splashies gehabt, aber egal, danke. Ja, kannst du Minis noch mitnehmen? Ja. Warum sprintet meine auf einmal nicht mehr? Guck mal! Er will nicht mehr! Hallo? Junge, was machst du? Jetzt geht's. Ja, ich musste kurz bauen, damit er wieder sprintet. Warum auch immer. Kann man dich auf dem Account auch dadden? Dadden? Daddy? Daddy mich. Daddy mich bitte, daddy mich. André, wann läufst du? Digga, ich hol mir Highground. Komm lieber in die Zone. Mach ich doch nebenbei. Okay. Bin multitaskingfähig. Ding? Okay, ich komm hier nicht mehr runter, weil das so hoch ist. Du, jetzt finde ich irgendwas krasses in dem Haus und dann musst du hierher kommen. Nee, ich bleib weg. Bleib weg, Digga. Bleib mir fern. Guck, Jumphead gefunden. Boah, da muss ich unbedingt hinkommen. Spider-Man hat schon gefunden, 2 Stück. Oh, da muss ich unbedingt herkommen. Und 65 Schaden kassiert. Perfekt, Digga. Man kann jetzt einfach einen Fisch. Gib ihn eine Kartoffel. Wo sind die anderen Handschuhe, André? Tommy, your boobs. Yeah. Ja, danke, Jo. Das sieht nochmal an. Wonkus Wonkus? Mhm. Macht mal die 200 Likes voll, ist so, Freunde. Ich kann zwar nicht sehen, wie viele wir haben, aber mach mal voll. Ist so. Ich sehe in OBS den Chat, aber in OBS kann ich nicht Leute timeouten. Aber wenn ich in Livestream-Dings gehe, dann ist der Chat auf der anderen Seite und ich muss so richtig hart schielen, dass ich sehe. Unausweichliche Situation, Freunde. So, geht doch einfach aus dem Bildschirm aus. Könnte ich machen, aber wir müssen jetzt Slide davon spielen. Habt ihr das TikTok gesehen, Freunde? Wenn nicht, ehrenlos. So. Wenn nicht, Hund. Boah, kurz Arsch gerettet. Arsch gerettet, Modus in Fortnite Battle Royale. Oh, nehme ich echt auf. Boah, Freunde, ich habe eine Eingebung bekommen. Marius hat mich gefragt, welchen Modus ich mal wieder machen will. Und ich habe, früher habe ich diesen Kaufhaus-Modus gemacht. Ich habe gesehen, der hat irgendwie jetzt 150.000 Aufrufe oder so. Früher ist er übel reingekackt. Aber, den soll er nochmal bauen. Ich hoffe, das kriegt er hin, der war zu wild. Kaufhausmodus? Ja, wir waren in diesem Kaufhaus und mussten die Minispiele kaufen. Ah, stimmt. Macht eigentlich keinen Sinn, weil... Aber egal. 207 Likes, Ehre. Wie kann ich mir Mitglied holen? Auf meinen Kanal gehen und da steht Mitglied kaufen. Ich weiß nicht, warum viele damit ein Problem haben, aber ich bin selbst noch nie auf meinen Kanal gegangen mit Handy. Ich weiß nicht, wie das da ist. Digga, wilder Landespot, oder Mann. Wir landen hier nie wieder, okay? Digga, safe nicht. Du wolltest da landen, nicht ich. Lass mich. Ich
Shadow, elektrischer Stuhl haben wir sogar aufgenommen gestern. Das kommt die Tage. Yeah, yeah, yeah. Entweder am 30. oder 31. Ich weiß gar nicht. Oder am 12. Oder am 32. 32. Wer will? Erstmal an der Truhe vorbeigehen, Digga. Hä? Gar keinen Bock. Du wolltest dran vorbeigehen, lüg nicht. Okay? So. Lüg nicht. Okay, wollte ich. Sag die Wahrheit. Ich habe immer noch eine graue MK7. Mann. Ich auch. Immer noch. Frosch im Hals, Junge. Hobby. Der Loot ist wirklich... Also wirklich bad, Digga. Wir hatten ganz Cenkos Wonkes für uns allein. Wackes Bonks. Da vorne ist irgendwo ein Tier gestorben. Back. Bleib schon wegen Zone. Okay. Oder? Kann das sein? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Die elektrische Stuhl war von Lazy, die Map, ja. Todeslustig? Mit Waller-Garantie, das funktioniert. Baba Dusche, Digga. Wolltest du an der Kiste vorbeigehen? Nein, ich wollte kurz duschen. Alles gesnackt, tschüss. Wild, wilde Treppe, André. Ja, was machst du da? Bist du bescheuert? Lass mich, okay? Wilde Treppe. Wilde Treppe. Wilde Treppe. Ich hab gedacht, ich krieg 2 Schaden wegen dem Hund. Guck mal, einfach meine Mutter. Oh, ich hab ihn Noscope in der Luft gegeben, Digga. Guck mal, wie er wegläuft. Da, ey, André. Da, Gegner. Ey, wir haben Spider-Man-Hand. Die laufen die ganze Zeit zu Fuß, Digga. Warum sind wir so Idioten? In der Richtung sind Gegner. Ja, okay. Glider gewesen. Ich hab schon. Ich bin schon Laser. Major Laser. Er hat mich, Bro. Der ist low. Der ist low? Die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Sieht nicht so aus, als wäre low, Digga. Hat noch Schild. Nicht er, Digga. Ich hab gegen den anderen gefightet, du kleiner Huhn. Lass lieber wieder in Kreativ reingehen. Das ist eher so unser Ding. Nicht, Digga. Keine Ahnung. Wackies Chunks. Ja, macht mal jetzt die 300 Likes voll, Digga. Was soll der Kack? Was soll der Kack, Freunde? Kack, Kack. Digga. Kack, das nicht drauf, sonst bin ich gebannt. Echt? Ja, die Musik mache ich jetzt leiser, sorry. Junkies, Wonkies, Junkies, Junkies, Wonkies. Eigentlich wollte ich nur für den Start so die Musik ein bisschen lauter machen, wegen Stimmung und so. Stimmung! Stimmung. Was wollen wir machen, Odoman? Ich habe noch nicht verstanden, Alter. Was er machen wollte. Aufnehmen, Alter. Mega-Quiz, Alter. Gegen Community, komm. Alter. Ja, wir müssen halt Discord, ne? Okay. Leute auf Discord. Oder warte, nee, du kannst ja... Du hast doch... Mit deinem Account hast du doch Leute, oder nicht? Oder ist das nicht der warte, richtige? Ich switch eh kurz. Warum? Wegen nachher Community-Games und so. Ja, okay. Ja, dann mach das mal kurz, dann geh ich kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Yeah. Okay, Freunde. Wir wechseln kurz den Account, damit wir nachher auch ein bisschen wieder Kopfgeldmodus machen können. Das hat übel gebockt. Mach mal ein Mörder-Video und Sleepy Sound mit Odoman Ambishwans. Warum Sleepy Sound? Discord funktioniert bei mir nicht. Aber wir brauchen kein Discord. We don't need Discord. Rasier dir eine Glatze, kriegst Like. Oh, dann muss ich das machen, Digga, für den Like. Boah, Junge. Mein Kopf geht definitiv heute noch flöten, also im Sinne von kaputt.
Check ich nicht. Aber ja. Weil ohne man so schreit. Rasier deinen Bart, dann bist du Milkern. Na, ich glaube, ich sehe schlimmer aus ohne Bart als Milkern. Wenn du fliegen, dann du fliegen. Kommentare sind wieder richtig High-IQ heute. Nein, wegen diesen Empty-Sache. Achso, hast du gesehen jetzt gerade? Ja, das ist wild. Diese Empty-Sache ist wild. Was ist eigentlich mit Giannis, der ist verschwindet? Weiß nicht. Ich habe dann selber 100-mal drüber gelesen und habe dann erst gecheckt, was alle meinen. Jaja. Da hat Timo euch den Discord reingeschickt, wenn ihr da noch joinen wollt, Freunde. Wir sind auch immer aktiv da. Am Start. Grizzy hat mir was geschenkt auf Ehrenbasis. Traditionsbrecher. Wild. Wird direkt ausgerüstet. Natürlich, man kennt's. Aufnahmen kommen noch. Alles gut. Wir haben noch nicht angefangen. Jani. Ich muss meine Gitarre nehmen, Freunde. Ja. Gitarre, die ist unnormal wild. Hallo? Geht. Es geht. Kurz auf Vordermann warten. Ich baue heute. Zeisle. Joint. Nee, ich rauch nicht. Kann ich bitte mit dir spielen? Oberraucher, nee. Alter. So, zünde direkt die Schachtel an einfach. André, lad mich ein. Da oben, guck mal, genau, ja. Ja, das ist so nervig, dieses scheiß Freundesystem. Hallo! Ich höre mich nicht doppelt H. Ich bin platzt jetzt. Aus allen Nähten und Räten und Gräten. Ich könnte bei Teamspeak eigentlich mitreden, aber wer möchte, dass du da bist? Okay, André, wir müssen jetzt auf Discord und die Leute dahin holen. Digga, eben noch nein und jetzt schon und jetzt doch, nein. Doch, wegen den Fragen, Bruder, du dumm. Ja, oh, wir müssen dann auf Discord. Ich sag, ja, okay, komm. Ah, nee, eigentlich müssen wir nicht Discord. Doch, wir müssen Discord, hab ich doch gesagt. Ja, komm bei Chillen rein, da sind schon 10 Leute. Und jetzt werden es 100 wahrscheinlich. Wenn wir mitmachen, Aufnahme. Ihr wollt mitmachen, Aufnahme. Ciao, bis heute. Kannst du alle wegbeleidigt. Alexa, Licht an. Hauptsache... Alex, die unterhalten sich alle normal in Discord und ich gehe da einfach rein. Jetzt kommt die ganze Community und fragt ab. Geil. Okay. So, wir machen das jetzt gleich. Ich glaube, dass ich Gruppe öffentlich mache, oder, Mann? Hä? Soll ich Gruppe auf Freunde machen? Sollen die joinen oder was? Jein. Wir müssen halt gucken, ne, wer drin ist und nicht. Know what I mean? Ja, okay. Was gibt es? Also die Leute, die im Discord sind und reden können, müssen die reden? Nee, müssen sie nicht. Die müssen uns nicht hören. Die müssen uns nur hören, die im Discord sind. Ich habe nebenbei mein Discord auf. Die können mir eine Anfrage schicken, dass ich sie annehme. Zum Beispiel Maeve Memes, Timor und so. Wisst schon. Tausend Leute drin, Digga. Dinger, können wir auch Custom Games machen dann? Können wir nicht. Wenn du willst, Bunny Node, Mann, ich wäre dabei. Wen? Blaze. Bunny, Digga, ich bann ihn jetzt. Blaze, mach's gut. Use ja. Disconnected von den Channel. Wollte ich echt gerade machen. Ich will mitzocken. Warte mal. Nee. Den reden, warte. Oder? Denk dran, wir haben Mods in diesem Discord. Dementsprechend, wenn ihr Scheiße baut, werdet ihr gebannt sofort. So, habe ich schon Anfragen bekommen? Ja, hier Marius L08. 6 PM Q sehe ich nicht.
Und Rylix sehe ich. André, ich habe System gedribbelt. Warum? Man lädt jetzt alle ein, die chillen, andere chillen gehen. Die mitmachen wollen. Komm runter. Okay. Richtig gedribbelt, krass. Ich lade jetzt einfach so ein. Wow, ich lade alle ein. Wow. Aber warte mal, das geht ja gar nicht. Wir müssen Custom Games machen. Klick die mal, die wo drin sind. Okay, da wir übel viele sind, machen wir Custom Games. Ich sag euch gleich den Code, bitte nicht weiter sagen. Nur die, wo drin sind, ihr kleinen 31er. Bis gleich. Okay. So, ihr könnt André seinem Discord joinen. Und da jetzt chillen. Wer will mitmachen will. Scheiße, rede ich eigentlich mit euch? André? Ja, ja. Achso, okay. Hey, lass ihn doch einfach das so stehen lassen. Du machst heute Aufnahme mit, ob du willst oder nicht. Okay, guck mal. Aufnehmen? Guck mal, 24 Leute reichen schon, André. Cap mal den Channel. Ach, ihr seid live? Oder kann ich das machen? Ja, ja, André ist live. Ach morgen. So. Ja, ich mache jetzt auf 25. Genau. Okay. Dann müssen wir aber solo rein, André. Dann mach du am besten auf. Ja, ich mach auf, warte. Also Odemans, was er machen will, ist irgendwie Mega-Quiz. Ja. Mega-Quiz. Okay, warte. Schick dir mal den Code, André. Komm rein. Ohne drei Schwein. Okay. Warte. Link, keine Ahnung, dein Name sagt mir nichts, aber wenn ich dich gebannt habe, dann ist das mit einem Grund. Ja. Ist mir auch egal, welcher Grund. Wenn ich dich bannen will, bann ich dich, weil es mein Discord. Würde ich mich kurz und sag denen kurz den Code. Jetzt bann ich dich hier auch. Freunde, jetzt nochmal ein kleiner Tipp an euch. Wenn ich zweimal oder dreimal dieselbe Nachricht von euch sehe, bann ich euch einfach. Das heißt nicht, weil ich sie nicht vorlese, dass ich sie nicht sehe, ja? Ich sehe die meisten Nachrichten, ich lese nur manche dummen Kommentare nicht vor, wie kannst du mal meine Murder-Map spielen, hier der Code. Nein, mach ich nicht! Warum sollte ich? Warum? Was ist der Grund? Soll ich jetzt Odemans Aufnahme abbrechen und sagen, okay, ich spiele jetzt deine Murder-Map, Digga, weil du es 12-mal reingespammt hast? Bist du behindert oder was? Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, danke. Was geht, Eiscreme? Wir machen eine Aufnahme, vielleicht haben wir sogar noch Platz. Nee, haben wir nicht. Wir machen irgendwie einen Quiz mit Odemann. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Auf jeden Fall machen wir Custom Games. Discord ist umsonst, ja. Komm, André, es geht vorbei. Es geht voran. Let's go. Wir müssen dann gleich uns entmuten in Dings, Discord. Nein, Zero ist nicht das Beste, weil ignorieren, dann spammen die einfach weiter das Gleiche. Einfach bann, das ist das Beste. Einfach ja. Weg. Ja. Ich sehe zweimal denselben Text, bann. Boom. Mach Channel größer. Ne, oder man möchte nur mit 25 Leuten machen. Warum soll ich es denn größer machen? So, da ist alles geregelt, Digga. Aber bis jetzt sind nur 18 drin, ne? Was da los? Was da los? Irgendjemand kommt wieder nicht rein. Kann ich mit mir nochmal? Du bist mein bester Fan, Calvin. Calvin, weiß nicht, wie man dich ausspricht. Mein bester. Okay, danke. Aber mein bester Fan würde sich Mitglied kaufen und mir Geld spenden.
Ich gehe eben noch cutten, ja. Wenn ihr aufnehmen wollt, dann stoppst du einfach an, ja? Ja, ich glaube danach. Also hast du noch Zeit. Ja, easy, kein Stress. Der Call ist voll, ja. Wir machen das mit 25 Leuten. Die Leute, die halt früh da waren, haben Glück gehabt. YouTube hat Dislikes weggemacht, oder? Ja, ich weiß nicht warum, aber... Okay. Wahrscheinlich so wegen Anti-Hate und so ein Kram, aber... Für mich ist es... Mich juckt's nicht. Okay, André, kannst du ganz kurz den Channel auf 10 machen, dass wenn jemand lief, dass nicht jemand Neues immer reinkommt? Mhm. Okay, hab ich. Also die Leute, die jetzt rausfliegen, sind halt RIP. Ja. So, mutet euch mal bitte alle. Ich und André entmuten uns jetzt. Das heißt, ihr hört uns, ihr hört die Fragen. Sobald jemand redet, direkter Band, komplett in sein Leben gebannt. Okay, ich auch. Ah ja, ich mute dich auch, André. Moment, hat deine Schnauze mute dich. Ja, hat deine Schnauze mute dich. Was, Blaze? Nein? Hä, warum redet ihr jetzt über Discord? Wer? André, komm mal Teamspeak, Junge. Wir reden über Teamspeak, aber die hören uns über Dings. Mute mich. Oh, warte. Okay, jetzt. Ganz kurz, André. Aufnahme Start. Das war aber. Start. Das war kein älteres Video, ne? Das. Support. Recht. Random Maps. Nee. Weil das ist dann noch nicht hochgeladen. Nee, hab ich noch nicht hochgeladen. Hab ich gestern Abend das aufgenommen. Achso, okay. Kommt bitte alle Corny Crossroads. Achso, das ist für morgen. Ja. Corny Crossroads. Alle Corny Crossroads. Ja, ich mach's direkt nach dem Stream. Jo. Okay. Dami, Anmod bekommst du nach dem Video. Max Boyle, du wirst dich niemals bei meinem Bauteam bewerben. Ich werde dich niemals annehmen. Ich habe gerade eine Ansage gedrückt, dass man nicht das gleiche reinschreiben soll. Du schreibst fünfmal das gleiche rein, du Vollidiot. Perfekt. So, wir brauchen Metz. Alles. Stein und Holz Stein. Am besten. Okay. Noch irgendwas? Nee, Stein und Holz reicht. Bitte nicht killen. Ihr werdet sofort gebannt, wenn ihr jemanden killt. Und bringt mal einer mir eine MK mit ganz viel Munition, bitte. Das wäre Ehre. Und auch kurz nochmal eine Ansage. Auch wenn Mohammed oder so jetzt Scheiße baut, sind die raus. Ja. Ich sag's euch, weil... Die Leute, die lange dabei sind, machen mehr Faxen als die Leute, die neu sind. So sieht's wirklich aus. Schlimm. Macht keinen Kack, einfach entspannt euch. Ihr habt schon ein Privileg, dass ihr mitmachen könnt. So, fertig. So, ich baue hier was hoch, Freunde. Bitte nicht abbauen. Oha, was da gerade. Ich hatte gerade so einen Grafikfehler. Das Ganze hat auf einmal geleuchtet, alles. Nicht vergessen, ihr habt nur einen Fehler. Perfekt, erstmal Geschenk in meine Fresse geworfen. Danke dafür. So, bring mir Metz. Oh, Ehre. Bring mir Metz, gib mir Metz. Komm auch. Und bitte nehmt keine Shieldies oder so einen Scheiß. Wir müssen gucken, dass ihr One-Shot seid, wenn ihr runterfallt. So. Ich mach mal Doppeltreppe, ne? Ah. Oder? Ja. So. Hier Stein, ganz wichtig. Hier, ich geb dir noch Dings. Noch Metz gedroppt. Okay.
Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ja. Wir müssen jetzt nur zwei Felder machen, sozusagen. Oh, Stein. Hier liegt noch. Baut das mal zu Ende hier mit Stein, bitte. Popcornfresser, ich werde, oder wenn jemand da ist mit Mod, macht mal bitte einen neuen Channel mit Short-Ideen und da können die Leute ihre Short-Ideen reinposten. Nino, danke für die 5 Franken. Hi André, bau mal eine Rampe, dann slide mit einem Hund runter und mach unten eine Schanze und dann spring, wen du unten bist. Let's Kann go. Ich versuchen. Wild. Danke für die 5 Schweizer Franken. Schweizer Franken. Bitte mach das Zelt weg. So. Alle bitte hochkommen. Ich habe gerade gesehen, wie jemand was abbaut. Ich habe das Zelt abgebaut. Hier unten hat irgendjemand das mit Stein gemacht. Ich dachte, er ist schon abgebaut. Okay, kommt hoch. Alle hoch. Alle die Treppen hoch. Chinesisch. 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 Also, ganz kurz. Für euch, das ist uns erklären. Die Mitte ist die neutrale Zone, okay? Hi, André, also, wenn ich eine Frage stelle, sollten alle in der Mitte stehen bleiben. Und mach unten eine Chance nee, nichts bauen. Hat auch was bist. Zu bauen. Stopp. So, die Mitte ist die neutrale Zone. Das heißt, sobald ich eine Frage stelle, seid ihr in der neutralen Zone. Okay? Ich stehe hier oben. Und, wenn ich eine Frage stelle, wie zum Beispiel, ist Odoman dick? Ja oder nein? Ja ist immer Stein. Nein ist, also die erste Antwort ist immer Stein. Die zweite Antwort ist immer Holz. Okay? Ich werde es dann vielleicht auch nochmal sagen. So. Und, Ehre, danke. Und ihr müsst einfach das Quiz gut beantworten mit den Fragen oder mit den Fragen, die ich habe. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Einfach ein Quiz. Und sobald die Kacke baut. Ja oder nein? Die erste Antwort, ich sag's immer. Die erste Antwort ist immer Stein. Die zweite Antwort ist immer Holz. Okay? Und ihr müsst immer in der Mitte bleiben, wenn ich eine Frage stelle. Okay? Verstanden? Mhm. Okay. So. Dann. Bleibt mal in der Mitte stehen, das sammelt mal allen Crap auf, genau. Und sobald ich zum Beispiel sage, okay, Holz war falsch, springt ihr einfach runter und sterbt, okay? Perfekt. Okay, dann 3, 2, 1. So, Freunde, wir haben jetzt unsere Konstellation gebaut. Und zwar ist das hier unser Quizfeld und unsere ganz vielen Kandidaten, die hier bei André seinem Stream mitmachen. Auf Ehre, Bruderbasis, die auch gar keinen Scheiß machen. Kuss geht erstmal raus, Digga. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Quiz. Und die erste Frage ist, Freunde... Was sind Noobs in Fortnite? A, also Antwort Stein. Amateure. Antwort Holz. Defaults. What? Ja, was sind Noobs in Fortnite? Defaults oder Amateure? Okay, der Großteil geht darüber. Okay, dann seid ihr richtig. Es sind Defaults. Erste Frage richtig. Ich werde auch Leute, die jetzt nicht so schnell rübergehen, auf irgendeine Antwort und nur mit der Mehrheit gehen, werden gekillt. Also ihr müsst schnell beantworten, ja? Kleiner 31er. By the way, aktiviert die Glocke. So. Dann würde ich mal sagen, Freunde, welche Waffe nimmt man in Chapter 3 als Pro eher mit? Antwort Stein, eine Pumpgun, Antwort Holz, SMG. Was letzter? Komm bitte her. Spring runter. Du hast das Ziel, runterzuspringen. Tu es! Tu es! Ehre, vorne Wolke 7, Kuss. Okay, dann wieder in die Mitte, Freunde. Antwortmöglichkeit 3. So, beziehungsweise Frage 3, Freunde. Wir machen das Mega-Quiz, Junge. Let's go. By the way, André macht auch mit, habe ich voll vergessen. Okay, ich habe auch eine Frage. Okay, stell deine Frage, André. Hat Odoman einen kleinen Pipi? Wenn ja, geht alle zu Holz. Oha, guck mal, oha, der da hinten Ehrenmann, Digga. Oha, Ehrenmann. Guck mal, er hat sogar mein Skin, ich küsse dein Herz. Aber das Ding ist, woher weiß er das? Spaß, okay. Okay, geht wieder in die Mitte. Nein, 30er, okay. Wir gehen zur Antwort, zur Frage Nummer 4, Freunde. Und zwar, wie viel? Nee, 3 sind wir, sorry. Also, habt ihr Odoman schon abonniert? Antwortmöglichkeit A. Stein ist ja, Holz ist nein. Das war schon... Glück gehabt, dass da keiner ist. Okay, das war natürlich eine Fun-Frage. Geht wieder zurück zu euren Dingsbums. Okay, wir gehen wieder zur vierten Frage. Wie viel kostet
ein legendärer Skin in Fortnite? Deine Antwort ist 1500 V-Bucks und, andere Antwort ist 2000. Seid ihr euch sicher? Früher schon, ich weiß jetzt nicht mehr wie. Vielleicht wurden die angepasst, aber früher haben die 2k gekostet. Früher haben sie 2k gekostet. Okay, das war richtig. Stellt euch wieder in die Mitte, Freunde. Let's go. Okay. So. Freunde, dann würde ich mal sagen. Fünfte Frage. Wie heißt mein Skin? Antwortmöglichkeit 1. Fluff. Antwortmöglichkeit 2. Bombranger. Okay, das war richtig kacke, Digga. Das vor allem ich musste gerade so überlegen, was für Namen ich sagen soll. Verdammt, Mann. Okay, Freunde. Bis jetzt leben noch alle, Digga. Weiter geht's. Beziehungsweise Frage Nummer 6. Wie viel V-Bucks bekommt man für 9,99 Euro? Antwortmöglichkeit A, 1300. Antwortmöglichkeit B, 1000. Boah. A war Stein, boah, ne? Boah. Also 1300 war Stein, ja. Ja, okay. Oha. Seid ihr euch sicher? Für 9,99 €, dass man 1300 bekommt. Seid ihr alle euch sicher? Es wurde neu gemacht. Die sind billiger geworden. Warte, stopp. Alle, die bei Holz sind, bleiben wieder stehen. Ich muss jetzt schauen. Warte, scheiße, ich brauche jetzt jemand, der schaut. Ich weiß es selber gerade nicht. Ich meine, man kriegt nur 1000 und hätte jetzt gesagt, Holz ist richtig. Wartet. Bitte bleibt jetzt auf euren Stellen. Warte, ich muss kurz... Entmutet euch mal einer, der das weiß. Ich weiß. Es sind 1000. Ach, warte. 10 Euro gibt's ja nicht mehr. Das wurde ja 2 Euro weniger gemacht. Ja, 2 Euro weniger. Also sind jetzt 8 Euro 1000. Ja, und 10 Euro jetzt rechne mal hoch. Ja. 10 Euro sind? Wenn 8 Euro 1000 sind, ne? Ja. Und wir das durch 4 teilen, dann sind 2 Euro 250 V-Bucks. Wenn wir die 2 Euro noch raufrechnen, auf die 8 Euro sind es 1250 V-Bucks für 10 Euro. Perfekt, Digga. Wir schneiden die einfach raus, Digga. Scheiß drauf. Okay? Geht wieder in die Mitte. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Mann, ich war so Big Brain. Aber eigentlich waren es 1000, weil früher waren das 9,99 Euro, war 1000. Es wurde runtergesetzt. Ja, deswegen, egal, wir machen weiter. Okay. Wir müssen uns beeilen, die Zone kommt. Oh mein Gott, die Zone kommt. Okay. Und, nächste Frage. Wie viel Geld hat der Weltmeister Buga gewonnen? 3,5 Millionen ist Stein, 3 Millionen ist Holz. Das war wusste das. War schon zu spät, mein Freund. Oh, wilde Krone. Wusste das. Komm mit, Zone. Schnell. Zone. Flucht vor der Zone. Leidet. Holt euch ein Auto. Steigt alle ein. Yalla, einsteigen! Ich glaube, wir sind voll. Okay. Ach so, wie weit? Nee, bitte sterbt nicht an der Zone. Geht in die Zone, komm, yalla! Ich habe 3 Leute mit mir. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, ihr sterbt nicht, Freunde. Ist kurz Cut? Ja. Timo, schreib mal bitte nicht so oft in Discord rein, weil das ist halt Werbung für andere Plattformen, weißt du, das mag YouTube nicht gerne. Also kein Instagram, kein YouTube, kein TikTok, gar nichts. Einfach chillen. Aber danke für deine Hilfe. Okay. Das hier bauen. Ich hoffe, ihr habt noch Stein oder sowas. Okay. Doppeltreppe, warte. Ehre, Kuss. Okay, reicht schon oben. Oh, pass auf, dass du nicht Leute anfährst. Ich wurde gerade angefahren. Ich hab noch 15 AP. Einfach so. Weihnachtsmann auch hier. Wir machen hier Stein und hier machen wir Metall. Muss ja nicht so lang sein. Das reicht schon. Geh weg da. Genau, mach das. Editier das weg. Nee, das reicht schon. Das hier wegmachen. Perfekt. Okay, wir brauchen gar keine Dings. Danke, Kuss für die Mets. Oh, wir sind jetzt, bitte. Wir müssen jetzt auf alle warten. So, bleib bitte unten. Ah, Kuss für den Schildtrank. Kuss für die Waffe. Okay, brauche ich nicht. Nimm wieder mit. Ich brauche nicht. Chill. Gib mir die Sniper. Danke, Kuss. Okay, geht runter. Nee, ihr müsst das nicht so beschmücken. Sonst sehe ich nichts.
Ja, hört mal auf zu bauen. Hat gar keiner gesagt, hört, baut das. Geht runter. Geht runter. Ich habe schon den Sniper, geht runter bitte. Ich habe schon alles, was ich brauche. Ihr braucht mir nichts mit. Wir sind alle da, oder Mann? Nimm bitte das mit. Nimm das mit. Nimm das mit. Okay. Okay, die Frage hatten wir. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt unseren Spot umgelegt und es leben noch viel zu viele Leute für mich. Wir müssen jetzt schnelle Antworten haben und ich werde jeden töten, der jetzt nicht schnell beantwortet, okay? Vielleicht mal schwere Fragen stellen, Lan. Okay. Was hat man während dem Live-Event im Screen gesehen? Antwortmöglichkeit A, MK7. Antwortmöglichkeit B, den Zapatron. Deine Antworten? Ich komm da nicht hin! Gut. Alle, die auf Holz sind, bitte sterben. Einmal runterspringen. Okay, okay, Mann, ich geh. Nein! Ich komm nach oben zu dir. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. André, du darfst irgendeine Freestyle-Frage stellen. Alle bitte in die Mitte. Okay. Ja. Alex, wie lange heilt diese Soda-Brause? Stopp, stopp, stopp. Gut. Rap, oha, wie viel Hinter hatte. Okay, Andres Frage ist: Wie lange heilt diese Soda-Brause? Links Holz unendlich lange und rechts Metall, bis man gehittet wird. Baum, komm her. Baum, das war mir viel zu lang, komm her. Vor allen Dingen waren beide Antworten richtig, aber... Echt? Ja, wenn man nicht gehittet wird, dann hält es so lange, bis man halt voll gehittet ist. Okay, Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Okay, welchen Creator-Code habt ihr drin? Links CC oder mal Piqué, rechts gar kein. Uff. Oha, guck mal, wie... Gogeta, komm her, Gogeta. Gogeta, komm her. Ekelhafter. Gogeta, du bist eklig, komm. Jetzt kriegt er den Sniper seines Lebens. Hops genommen. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Okay, boah, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere nicht wissen, weil die Frage weiß ich sogar selber nicht, Freunde. Welchen Skin hat Fortnite China gelöscht? Antwortmöglichkeit A, Rick Sanchez. Antwortmöglichkeit B, School Trooper. Ja, stehen bleiben. Ja, spring um dein Leben. So. Das Ding ist, wenn runterspringt, fällt man ins Wasser, Automan, ne? Wollte ich mal erwähnen. Echt? Ja. Achso, cringe. Okay, bleibt einfach unten auf Ehre. Okay, alle in die Mitte stellen. Viele Fragen haben wir nicht mehr. Okay. Welcher Skin ist älter? Der School Trooper oder Recon Expert? So, und zwar ist Recon Expert älter als School Trooper. So, das Ding ist, André, ich habe keine Fragen mehr, wir müssen jetzt freestylen. Okay, hau raus. Ich muss jetzt überlegen. Okay, ich habe eine Frage. Okay. Stell mir die Frage, André. Wer ist stärker? Der Weihnachtsmann, Holz das ist oder gut. Rechts Metall The Rock? Habt ihr nicht geguckt oder was? Habt ihr das nicht gesehen oder was? Freunde, und zwar, The Foundation The Rock ist stärker als der Weihnachtsmann. Der haut alle kaputt mit seinen Steinen. Alle tot, Digga, ich sag euch ehrlich. Safe. Okay, warte, ich überleg grad. Warte mal, ist überfordert, Digga, lauf im Kreis. Ich bin überfordert gerade, Digga, ich lauf im Kreis. Okay. Sollt mal ein bisschen in die Zone gehen. Baut einfach hier weiter. Hier. Hier bauen wir weiter. Am besten nicht alles aus Holz, oder? Dann weiß man nicht, ne? Doch, alles gut. Ja? Achso, wir gehen so in die Zone. Wir gehen ja nur so in die Zone. Okay, wir machen hier die Plattform, also hier Holz ist Antwortmöglichkeit, was war das? 1? Machen wir Stein in die Mitte. Ja, warte, wir haben hier schon Stein. Auf der Seite. Achso, okay, warte, dann müssen wir den Metall wegmachen, Eiscreme. Ja, warum? Ah, nee, das passt schon. Dann machen wir Stein und Metall, aber das verwirrt ein bisschen. Ja, egal, das ist ja das Lustige, wenn die Leute die falsche Antwort haben. Warte, ich habe außerdem geerdet und jemand ist einfach runtergefallen. Was? Runtergefallen? Tot oder was? Ja, nee, hier unten. Oh. Ein F. Wen hast du gekillt? Steht da ein Name? Khalid irgendwas.
Khalid. Sorry, Bruder. Wir küssen dich. Fühl dich gegrüßt, mein Freund. Mohammed ist einfach ein Knecht. Mohammed ist einfach ein Hund. Okay. Ich muss jetzt überlegen, was für Fragen wir stellen können. Okay. Wir machen jetzt eine Meinungsfrage, André. Mhm. Welcher Skin ist meiner Meinung nach sieht besser aus? Der Spider-Man-Skin aus dem Battle Pass oder der Spider-Man-Skin, der vom Far Realm From Home? Du musst halt Stein oder Metall also sagen. Also Stein ist Battle Pass-Skin und der Far Frame vom Film ist rechts. Banane, stirb, spring runter. Erleide einen Tod. Recipes! Ich finde den Battle Pass-Skin viel besser. So. Digga, ist ohne diese Animation. So. Wir haben drei Mitstreiter. Bitte in die Mitte stellen. Stell euch in die Mitte. So. Ich habe noch eine Frage. Eiscreme, stell dich in die Mitte, sonst schieße ich dir in den Kopf. Ich zähle bis 5. 5. 4. 3. Eiscreme? Okay, disqualifiziert. Okay, 101, Digga. Wir haben Finalisten, André. Yeah. Wir machen jetzt eine mathematische Aufgabe. Okay. Okay. Was ist 5 mal 5? Ist es 25 oder 49? Boah, ich würde sagen 49. Ich würde auch 49 sagen. Okay, ihr habt richtig. Ich gehe jetzt wieder in die Mitte. Ich wusste gerade nicht, welche Frage ich nehmen soll. Okay, André, stell du eine Frage. Okay. Eine sehr schwere Frage, ja? Ja. Die wird alles entscheiden. Okay. Die wird alles entscheiden. Wird alles entscheiden. Die Endgegnerfrage, meine Damen und Herren. Bei welchem Video war ich bei Odoman das erste Mal dabei? Oh mein Gott, das ist wild. Okay. Fortnite Mörder oder Saw? Mörder ist Metall, Stein ist Saw. Oha. Oha. Wild. Okay. War es Saw, oder André? Das war bei Saw, ja. Das war bei Saw, okay. Geht wieder in die Mitte. Okay. Wie viel... Oh, die Zone kommt. Kommt mit. Kommt wieder zurück. Wir machen es jetzt familiärer. So ist wild. Gibt da so. Nur zwei. Ja. Ja, okay. So. Okay. Wild. Okay, das ist aber kacke. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Okay. Ich muss kurz Frage überlegen, Digga. Ich habe mir zu wenige aufgeschrieben. Ich hab gedacht, das reicht schon. Okay. Okay, Freunde, ich habe ein Easter Egg-Video gemacht, ne? Welches Easter Egg von diesen beiden ist nicht drin gewesen? Der Roboterarm von Season 3 oder so? Oder Muten Roshis Son Goku-Haus? Metall ist Arm, Muten Roshi ist Stein. Seid ihr dumm? Metallarm war das erste, ihr Keks. Sind ja die hässlich, okay. Wir lassen es mal gelten. Bitte kommt nochmal in die Mitte. Okay. André, stell eine Frage. Ja. Stell eine Frage, schnell. Okay. Endgegnerfrage. Was ist Odemans Lieblingsanime? Das ist wild. Metall, Naruto, Stein, One Punch Man. Boah, Robin hat nach hinten geguckt, weil er nicht wusste, Digga. Digga, Robin, ich sag dir ehrlich, Robin. Ich sag dir ehrlich? Robin, ich sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich? Okay, ich würde mal sagen, ja, okay, komm, wir lassen es noch gelten. Wir machen jetzt noch eine Endgegnerfrage. Okay. Eine letzte, eine allerletzte. Okay? Ich überleg gerade, oder? Oh ja, wir müssen laufen. Ich überlege gerade eine Frage. In deinem Chat sollen die mal eine Frage hinschreiben. Schreib mal eine Frage rein. Oder wenn ihr auf dem Discord eine Frage habt. Twitten, André oder Odoman. Oh, das ist auch wild. Okay, das ist wild. Das machen wir. Aber das wissen wir selber nicht. Aber ja. Doch, ich weiß es. Ja? Oder? Warte, lass mal kurz Discord muten. Ja, aber du hörst mich da trotzdem. Schreib TeamSpeak dein Kilogramm. Boah, ich weiß es nicht. Warte. Ungefähr. Ich glaube, von André ist 115 oder so 110. Ungefähr. Hat immer gesagt. Okay. Gut. Junge, was ist das für eine Bene? Muss man jetzt die ganze Zeit walken, oder? Egal, frag nebenbei. Okay. Wer ist fetter? André oder Odoman? Hier Stein ist André, Odoman ist Holz.
Robin hat verloren. André ist dicker. André ist dicker als Sodomann. Und der Gewinner ich bin schwerer, ist, aber dicker als Sodomann. Der Gewinner ist... Verdammte Scheiße. Warte, ich muss ihn killen. Der Gewinner ist... Wer hat gewonnen? Ich. Okay. Das ist ich. Es war echt Mohammed. Nein. Ah, nee, Digga. Hat. Warum der? Ach, nee, Digga. Oh mein Gott, Alter. Okay, Freunde, ich will nur sagen... Wie du denn? Schnauze, Mohammed. Das ist... Halt mal. Halt das mit rein, Jami. Freunde, es hat einfach keiner gewonnen. Scheiß auf Mohammed, Digga. Wer ist das, Digga? André, du bist der Sieger von diesem Mega-Quiz. Yeah. Schnauze Wiegel. Jetzt. Wenn ihr nochmal so ein Part sehen wollt mit anderen Fragen oder mit irgendwelchen spezifischen Fragen, kannst du dich aussprechen, halt beim Moll. Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like und da checkt auf jeden Fall auch mal André seinen Kanal ab. Er ist gerade live, by the way. Und wir sind fast ein paar Tage immer voll oft live und so. Checkt unsere Streams ab einfach, okay? Ade, bis dann. Ciao, peace out. Okay. So, ich mache jetzt noch kurz Anmod, ich mute mich. Okay. Danke ganz, by the way, Kuss an alle, die mitgemacht haben. Ja, Kuss an alle, die Ehre gemacht haben hier und kein 31er. Kuss. Natürlich. Dankeschön. Immer gerne. Okay, Leute, ich mache jetzt eine Kopfgeldrunde und danach machen wir eine Mörderaufnahme. Weil Odo, man muss noch kurz eine Anmod machen. Odo 1, 2, 3, kommt rein, eine Runde Customs. Ihr müsst schnell sein, wir sind 600 Leute. Und dann machen wir gleich noch eine dicke Mörderaufnahme für Odomans. Ich hole mir derzeit was zu trinken. Odo 1, 2, 3 ist der Code. Was ist da los? 19 Spieler? Odo 1, 2, 3? Yo! Yo! So. Mach jetzt eine Custom-Runde, in der Zeit kannst du ja ein paar Leute... Ja, ich klär mal. Ich frag mal jetzt Blaze kurz. Aua, ich hab auf den Tisch geschlagen, hab mein Finger gebrochen. Eine Minute noch, Freunde, wir warten. Warte, André, ich muff dich mal raus. Easy. Klären? Ja. Ich komm. Ah, Kianis ist auch am Start. Ja, ich schreib ihm das mal. Ich weiß nicht, ob er schon mit Mirkan was abgeklärt hat, weil dann wären wir schon 4. Odo 1, 2, 3 ist der Code. 70 Leute, Freunde. Wir machen Kopfgeld. Ganz normale Battle Royale Runde. Aber der im Stream angezeigt wird, muss gekillt werden. Und wer es schafft, ist cool. Kannst du auf mich warten? Kian ist keine Ahnung, Digga. Also wir sind relativ schnell voll, weil wir waren eben 700 Leute, Freunde. Kuss geht raus an alle, die dabei waren. Natürlich wegen Aufnahme, jetzt gehen ein paar Leute, aber kein Problem, weil das Ding ist, die wissen nicht, dass wir gleich noch eine wilde Mörderaufnahme für Odoban machen. Deswegen gut, dass sie gehen. Odo 1, 2, 3. Wir versuchen mal eine volle Lobby, Freunde. 100 Leute würde ich richtig fühlen. Kommen alle online. Odu 1, 2, 3. ODU 1, 2, 3. Wir sind schon eine Stunde live, Freunde. Das ist das Geile an Live-Aufnahmen und alles drum und dran. Es geht immer so schnell vorbei. Man hat immer was zu tun. Feiere ich extrem. MBK ist jetzt live. Okay. Du meinst auf Twitch, oder was? Ja. Aber er spielt GTA, deswegen. Bin drin. Let's go. 98 Leute, Freunde, wir starten. Gib ihm! Volle Lobby, Freunde. Lange nicht mehr gehabt. Kuss! Das feiere ich an Ferien. Wenn Leute zu Hause sind, dann fühlt man sich wieder relevant. Bist du um 7 noch live? Nee. Aber mein Ziel ist es jetzt wirklich täglich live zu gehen. Das Ding ist, ab morgen kommt mein Sohnemann, aber das kriege ich trotzdem irgendwie hin. Entweder abends, 20, 21 Uhr oder halt tagsüber, wenn er dann bei seiner Oma ist oder so. Kriegen wir schon hin.
Melfi, es freut mich auch, dass du wieder am Start bist, wirklich. Ja, klau mal nicht meine Gitarre! Ja, Odemann kommt heute auch noch live. Ich glaube sogar, nachdem wir aufgenommen haben, bla bla bla. Aber ich weiß nicht, was er zocken will, Freunde. Ob er Fortnite spielt oder GTA. Oder erst Fortnite, dann GTA. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wir sind immer noch über 500 Leute und haben nur 470 Likes, Freunde. Alle, die nicht mal, die noch nicht geliked haben, können gerne mal ein Like da lassen auf Ehrenbasis. Rasiere Bart. Christoph, ich zweifle dran, dass du überhaupt einen hast. Ich hab Mods, ja. Alle, die rein spammen, kriegen direkt 300 Sekunden Timeout, Freunde. Wenn ihr was zu sagen habt, okay. Sonst 300 Sekunden Timeout, wenn ihr immer das gleiche reinschreibt. Leon MC, danke für die lieben Worte. Deswegen, Freunde, ein Großteil davon, solange mich Leute gucken, werde ich YouTube machen, alleine, weil ich sie damit glücklich machen kann. Das ist ein Privileg, was nicht viele haben. Mir tun die Leute leid, die nie... Ey, ich dachte, ich krieg Dings. Er killt ihn auch. Ihr müsst mich töten, Freunde, wenn ihr mich seht. Ich will niemanden umbringen. Ihr müsst mich killen, weil das ist Kopfgeld. Versteht ihr das nicht? Ihr dürft nicht hinkommen und euch rumducken. Das bringt mir nichts. Wir schauen Deni zu. Guck, jetzt schauen wir jemanden zu, der mich gar nicht gekillt hat. Bist du am Donnerstag auch live? Donnerstag ist morgen, meinst du? Rest in Peace an Deni, der dachte, er macht chillige Runde. Oh, Golden MP. Ich zeig euch mal, wo er ist, Freunde. Er ist einfach hier, Digga. Er muss einfach um sein Leben schwitzen jetzt. Aber er hat wildes Equip. Übermorgen ist Donnerstag, morgen ist Mittwoch. Ah! Stimmt. Ja, möglich. Vielleicht mache ich morgen einen Early-Stream. Obwohl, muss ich eigentlich nicht. Müssen wir mal gucken, Freunde. Morgen ist mein Sohn eh bei seiner Tante. Und da hätte ich dann ein bisschen Zeit tagsüber. Dementsprechend werde ich so ungefähr, ich denke mal 14, 15 Uhr, vielleicht schon 13 Uhr live gehen. Ich weiß es nicht. Mach dir noch eine Runde Kopfgeld? Ich weiß nicht. Salam! Was geht, was geht? Ich habe jetzt keines gefragt. Mir kann streamt was anderes. Mhm. Kianis wäre dabei. Das Ding ja, ist. Ja, er hat schon den Stream geschrieben. Achso! Da habe ich dir doch angeschubst. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ich komm jetzt. Warum schießt du das Lama nicht ab? Er lässt es einfach laufen. Halt nach einer Map gleich gucken. Was ich auch fühlen würde, wenn wir einfach irgendeine Zuschauermap nehmen, anstatt vom Bauteam. Irgendeine Kackmap. Was ich fühlen würde, wäre, wenn Odoman jetzt einfach gar nichts mehr sagt. Er ist wieder auf Front-Modus heute. Ja. Fand ich bless. Und dann wird er weggefrontet und dann weint er wieder. Kann ich ein Video von dir machen, dass du live bist? Wie meinst du? Ihr könnt machen, was ihr wollt, Freunde. Wenn ihr meinen Content benutzen wollt, um daraus Memes oder Videos zu machen, macht. Ich lieb dich, Odoman. Warte mal, wer ist das? Das ist der auch, der letzte Dings bei mitgemacht hat, bei dem Fragenquiz, der jetzt vom Taxi wegfährt. Oh shit! Er hat dich ausgedribbelt. Was kannst du im Game? Ja. Oh mein Gott, der wurde ver... Khaled Tim 7 ist das, okay? Mhm. 10 Minis am Start, 1 HP, let's go. Hast du mein Video von mir auf dich gesehen?
Keine Ahnung, was dich, du meinst. Digga. Let's go. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich eure Videos sehe, wenn die über mich. Ich YouTube mich nicht selber und guck danach. Woher soll ich das sehen? Aber wenn ihr Content machen wollt aus meinen Videos, was weiß ich, so wie Mave-Memes, keine Ahnung, immer gerne, Freunde. Wenn die gut genug sind, Qualität, Mave-Memes-mäßig oder so, dann können wir auch, reagieren wir auch drauf, Freunde. Weil ich also ihr feiert das extrem, wenn wir auf unsere eigenen Memes reagieren. Wir feiern das auch. Wir lachen uns immer tot. Also Mave-Memes machen wir wieder zwei Videos. Auch wenn wir das, auch wenn wir das kennen so, trotzdem ist witzig irgendwie. Nein, Talisman, du darfst alle killen. Aber du musst den killen. Sozusagen. Machst du die Aufgabe. Kopfgeld oder was machst du? Ja, ja. Chilligstes Format, man muss gar nichts machen. Ja. Ich starte schon mal Fortnite, ja? Jojo. Dann kommt ein Kianisch, weißt du das einer? Ich glaube, der spielt gerade bei André noch mit, oder? Ja, okay, Andrea Tadic, wie oft willst du es noch reinschreiben? Ich hab's auch verstanden. Junge, so eine Vollidiot-Menschen in meinem Stream triggert unnormal. Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der nicht nervt, Freunde. Ihr seid was Besonderes, ich sag's euch. Videos sind auf 480p. Ja gut, das ist natürlich kritisch. Weil wenn ich das dann auch nochmal aufnehme und drauf reagiere, dann ist vielleicht 200p, weißt du, das ist halt das Problem. Er wurde hops genommen. Und wenn du dann nochmal drauf reagierst, dann ist 50p. Ah, Kianis ist ja auch in der Runde, deswegen. Ja, meinte ich doch. Gut, dass ich zuhöre, Digga. Ich finde das so gut, wenn ich irgendeine Scheiße laber, dann wird der gar nicht drauf eingegangen. Ja, weil du immer in diesen Modus kommst, ja, aber das wo du ich durch ja mit den Scheiße redest. Ich hab das ja mit Absicht gemacht. Ja, aber es findet keiner witzig. Du frontest dann immer die ganze Zeit aus irgendwelchen Ecken, Digga, und keiner. Ey, aber das war doch gar kein Front. Das war, dass ich einfach irgendeine Scheiße gelabert habe. Das gleiche. Merke ich mir. Wie oft gehst du in der Woche live eigentlich? Oh, es ist unterschiedlich. Ich habe mir gesagt, so, dass ich nicht mehr live gehe, weil ich muss, sondern weil ich Bock drauf habe. Ja. Und wenn sich wenn sich das bietet, so, wenn ihr Ferien habt oder Langeweile, was weiß ich, man merkt es halt dann auch, ne? Man merkt auf jeden Fall unseren Spaß am Stream wahrscheinlich. Also, denke ich mal. Das kommt, diesen Spaß verliert man, wenn man jeden Tag live geht. Ja. Dann macht man das wieder nur wegen beruflich. Und das Ding ist, ich sag's euch so, da kann Odemann auch wahrscheinlich zustimmen, ein Stream lohnt sich nicht. Nee. Es sei denn, es kommt ein Timor um die Ecke und haut 200 Euro raus. Aber sonst... Aber mit unserer Community lohnt sich's auf jeden Fall nicht, weil ihr größtenteils... Sorry, dass ich unterbrochen habe, André. Ja. Weil ihr größtenteils einfach jüngere Menschen seid, die noch zur Schule gehen und die einfach, ich sag mal, kein Geld haben. Deswegen machen wir das, also machen wir diese Streams aus Spaß. Die Videos machen wir natürlich wegen Beruf. Aber auch aus Streams, Spaß? Die Streams, ja natürlich. Aber da verdienen wir unser Geld mit und Streams machen wir, hauen wir dann raus, wenn wir Bock haben, wenn wir Community-Aufnahmen machen, was weiß ich. Und dann einfach einen anderen Nutzen daraus ziehen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Spaß haben, aufnehmen, was weiß ich. Und dann könnt ihr dabei zugucken. Aber früher habe ich halt Streams so als, okay, Janis wurde gerade... Alter, komplett hops genommen. Kianis ist auf jeden Fall jetzt am Start, kann ich schon sagen. Ja. Streams halt mache ich nur noch aus Joke. Ja, hey, wie safe. Habt ihr den Pili bekommen? Diesen Eis-Ding. Du musst alle Geschenke öffnen. Hab ich nicht. GG, Kianis. Rechte, die hast du nicht. Rechte Seite, Blaze. Muss alle öffnen, links und rechts. Nee, musst du nicht. Ich kann nur rechts. Ah doch, ich hab ihn, ich hab Pili ihn. Pili kannst du direkt öffnen. Ich hab ihn, ja. Geil. Boah, wie wild wäre Mörder, wenn alle mit diesem Pili. Lass den nehmen, ja? Warum nicht? Kianis hat den auch safe. Ja, ich muss den hier noch öffnen, gleich auf den Community, ja, komm. Von Mörder, nach der Runde, mein Freund. Banana. Waren halt noch eine Map, ne? Also Stitch aus meinem Bauteam ist halt irgendwie gerade nicht da. Wie heißt denn der? Pili. Hier ist er. Einfach Pili. Nee, Winter Charlie. Charlie! So ein Süßi. Build Omega. Oh, wild. Okay, er hat kurz Haus gebaut. Einfach Bausparvertrag durch. Digga, ich schwöre. Okay, ich gehe so lange noch Karten, bis gleich. Hatte. Ne, das Dänger. Ich habe das Glück, dass ich YouTube hauptberuflich machen kann. Klar, man kann immer nebenbei arbeiten. Wenn man will.
Also die Zeit ist als YouTuber auf jeden Fall da, wenn man möchte. Oder man gibt, man macht noch mehr für seinen Kanal oder einen Zweitkanal, was weiß ich. Okay. Warte, ich schicke euch noch mal einmal noch den Einladungslink für meinen Discord, Freunde. Dann reicht es aber auch. Hier könnt ihr raufkommen. Was ist dein Lieblings-YouTuber? Wenn ich einen gucke, dann Mois, aber sonst ist gar nichts. Odoman ist dein Lieblings. Nein, doch. Ist er nicht. Ist er. Lügt nicht. Robin Rage gerade, so war er das oder was? Am Ende gewinnt eh Kianis. Kianis ist schon tot, Freunde. Deswegen kann er nicht gewinnen, aber er hat viele Runden gewonnen auf jeden Fall, ja. Willst du eigentlich wieder mehr auf deinem Zweitkanal hochladen? Ich habe probiert, nochmal einen Brawl Stars hochzuladen. Das hat für meine Verhältnisse nur 1000 Klicks bekommen. Obwohl ich es im Discord und meinen Community-Post gepusht habe und so. Dann denke ich mir so, nee. Dann mache ich lieber einen neuen Kanal. Weil das deprimiert eher, anstatt zu motivieren. Wenn ich einen neuen Kanal mache, dann erwarte ich nichts. Da sind mir dann 20, 30 Klicks egal. Aber wenn ich auf einen Drizzle hochlade, der schon mal 20.000, 30.000 gemacht hat, nur 1.000 mache, dann denke ich mir, nee, meine ich weiter. Eigentlich dumm, so, man kann den wieder aufbauen, aber mal gucken, Freunde. Brawl Stars am PC hat mir auch absolut keinen Spaß gemacht. Aber ich habe mir extra so einen Adapter bestellt, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich andere Handy-Games. Wann Aufnahme nach der Runde? Also Memphis, das Licht bockt nicht mehr. Memphis, wenn du da bist, dann haben wir wieder zwei Videos ready, Junge. Rain so schreibt auch, feier eure Memes beste. Ja, baut jetzt gerade wieder ein paar Clips auf, glaube ich. Dann macht er daraus wieder ein Video. Ja. Zeit, Junge. Weil ich mich vergesse. Warum machst du kein COD? Weil es scheiße ankommen wird. So wie Minecraft auch. Ist nun mal so. Ich habe mein Leben lang Fortnite gemacht und wenn ich dann Minecraft bringe, kommt es natürlich schlechter an als Fortnite. Ist ja klar. Langzeit kann man nie wissen, aber kurze Zeit wird es auf jeden Fall schlechter ankommen. Und das Ding ist, Brawl Stars zum Beispiel, vom Ding her kann ich es auch auf meinem Hauptkanal machen. Da kam es auch gut an. Dementsprechend muss ich es nicht auf einen Drizzle bringen, wisst ihr? Bald kommt wahrscheinlich ein 8-Minuten-Video. Let's go, Matt. Top Gun, meins. Nee, deins war das letzte. Nein, deins war das letzte. Ja, wir gucken einfach auf den Kanal. Wir gucken einfach auf Kanal, Digga. Ist ja alles öffentlich. Memphis, wenn das nicht mein Video ist, Digga, dann musst du direkt noch eins machen. Hast du schon mal DBD gespielt? Nee, aber höre ich immer Gutes von. Ja. Jetzt ein Stream-Spiel irgendwie, Digga. Ja, es ist ja vom Dinger Prinzip wie Mörder. Ja. Ich move mal eben Kianis, ja? Oh ja. Ja. Kianis. Geht. Was geht? Was geht? Geht's euch gut? Ja, und dir? Alles top, Mann. Aber wir haben immer noch keine Map für Mörder, ne? Doch, ich hab eine. Ja, okay, perfekt. Lade ein! Es leben noch 8 Leute. Oh, wilder Laserbusch.
Ich wurde anders geschittet, Alter. Oh, würde André jetzt Skin-Contest machen, Bruder, ich würde alles zerreißen. Real Talk. Real Talk. Wirklich Real Talk, ich würde jetzt alles zerreißen. Ice Stitch. Weil du den Ice Peely hast, den keiner hat, oder was? Doch, aber ich habe ganz wilde Accessoires. Ja, aber das Ding ist, bei Skin-Contest ist halt viel Emotes, Stories, Sticker und so, ne? Da Skins, die man nicht oft sieht. Skins, die man nicht oft sieht. Ja, und Peely wirst du nur sehen dann. Ja. Ice Peely! Welche Spitzhacke? Standard, kein Backling. Standard. Kein Backling. Vielleicht legen wir los, Stitch. André ist noch im Custom Games. Heute alle keine Zeit oder was? Jeder, wann geht's los? Wann geht's los? Wann machen wir? Gehen wir los? Ja. Machen wir los? Spannt euch doch, Digga. Digga, André, ich schwöre, ich feiere deine Streams so krass, ne? Mein Gott, auch alles ist so nice. Das Ding ist, hier sind ein paar gute Leute, aber viele davon sind so normal, ne? Bei dir muss ich mir das richtig eklig vorstellen. Die Leute schwitzen bestimmt alle um ihr Leben. Die Sache ist, ich habe ja meinen Clan halt am Start, ne? Und das Ding ist, wir sind wirklich halt echt krass, weißt du? Ja. Dann, also ich spiele eh nicht mit so, aber das wird mich zum Beispiel nicht anbocken, wenn ich selber mitspiele, wenn alle. Weißt du, was du meinst, ja. Ich habe jetzt auch, Gott sei Dank, also ich habe mein Setup ein bisschen erweitert so. Und jetzt die nächsten Tage und dann glaube ich auch, kennst du das, wenn du so, ich weiß nicht, wie gut euer Rechner ist, aber so meiner kommt gar nicht hinterher, wenn jemand was baut, weißt du? Ja, doch, wir haben alle gute Rechner. Ja. Das war das Erste, was ich mir geholt habe. Ja, ich habe deinen Shot unnormal gefeiert, wo du so von so einem schwimmenden Typ einfach gekillt worden bist, Digga. Hast du das gesehen? Ja, das war zu gut, wie, warte, das will ich mal gucken. Musst du dir reinziehen, Digga. Der Kerl ist so, Digga, warum schwimmst du, Digga? Warum killst du mich? Das ist dein Ernst, danke. Das war zu gut. Zeig mal im Stream, ich will das aussehen. Das ist mir noch nie passiert, oder welcher? Ja, ja, genau. Okay, warte. Hallo, Freunde. Ich muss euch was sagen. Ich wurde letztens... Na, warte, wir gucken kurz zu Ende, weil das ist voll respektlos. Ja, ja, ja. Man gibt sich Mühe, ne? Man gibt sich Mühe. Hm? Sag ehrlich, Shorts machen Spaß, ne? Ist cool, Mann. Man kann alles machen, so man weißt kann du? Alles machen, man muss ja, sich irgendwie achten, dass man 8 Minuten voll kriegt. Genau, und Scheiß. Kann einfach alles machen. Yasin ist aber auch ein wilder Spieler, Freunde. Ist immer oft dabei. Alter, ja, Yasin ist krass. Den haben wir auch schon abgecheckt, der ist heftig. Ich muss sagen, dass, guck mal, wie er flext. Dass viele türkische Mitspieler extrem gut sind. Normal, Digga! Allgemein so auch bei Shooter-Games und so. Burak meinte auch, er kennt keinen Türken, der kein Aim hat. So. Außer Odoman. So. Außer Odoman, Digga. Obwohl, wenn Odoman tryhardet, dann hat er auch Aim. Also im Creative mit MK7 kann man ihn nicht besiegen, komischerweise. Odoman ist aber krank geworden, muss man sagen. Naja, ist schon besser geworden. Danke. Ist zwar noch viel Glück dabei, aber... Die Türken machen das Unmögliche möglich. Weil wo ich da mit Schmocki in diesem, wo Schmocki dieses dicke Turnier gemacht hat, mit diesen 101s, YouTuber-Turnier, da waren auch bei mir, ich glaube, meine Champions waren alle drei Türken. Und haben heftig, also die waren heftig, wirklich. Ich glaube, das liegt aber auch an dieser Mentalität, immer besser zu sein als die anderen. Das treibt die voran, so. Ja, das kann sein. Boah, ist krass. Wegen Yasin, du gewinnst die Runde, mein Freund. Dachs, Yasin boxt halt richtig krass, ne? Also, er weiß halt, wie er bauen muss, dass die Leute so richtig nervös werden. Das ist krank. Aber fühl dich jetzt nicht mal. Er fühlt sich richtig gerade. Weil ich push ihn noch, dann push ich noch Türken, so. Er fühlt sich richtig hart gerade. Und gleich hat er so keine Mets mehr. Juckt den nicht, er hat noch 1000. Und dann kassiert jetzt gleich so ein One-E einfach. Boah, stell dir vor, der nicht bauen kann. Das ist ja so lustig. Oh. Ja, Fortnite ist geil, Mann. Das macht Bock zuzugucken, ich schwöre. Oha, Digga, was geht ab, Junge? Ich will einfach schon runterspringen und weglaufen einfach. Ich würde an seiner Stelle jetzt auch spieven. Dazu retaken, weißt du? Ja. Wäre viel schlauer. Weil er hat das Spider-Man halt. Oh. Yasin, Digga. Ja, das Ding ist, er panikt halt nicht. Er macht halt, er weiß halt trotzdem, was er machen soll. Ich wäre schon in der Situation tot. Ich wäre schon runtergefallen. André, erinnerst du dich an deinen letzten Custom, wo ich von zum einen abgehauen bin, Digga? Ja, Mann. Bruder, das war so wie ein echtes Leben, Digga. Ich hatte richtig Angst.
Oh. Ey, das ist schöner Fight. Spannend. Schöner Fight, wirklich. Meine Augen kommen gar nicht mehr hinterher, ja. Ich, bei mir. Also ich komme zwar hinterher, aber. Oh, oh, oh. Aber oh, der andere spielt auch sehr gut, Digga. Ja. Ich? Ja. Nee, der andere, nicht du. Digga, ich bin auch nochmal kacke. Oh, RIP. Nein. Irgendwie wusste ich, dass das passiert, Digga. Oh nein. Digga, Disco einfach, Ehrenmann. Digga Disco. Wilder Name, Digga. Bester Mann. Wilder Name. Kennst du den, Giannis, oder was? Nein, aber ich finde den Namen cool. Ey, bevor wir noch die Aufnahme machen, müssen wir jetzt kurz Giannis Shots angucken und dann die Dinger, André. Meine Handbot wollen wir noch gucken. Okay, wild. GG, Digga Disco. Let's go. Okay, Desktop. Warum bin ich so nervös, Digga? Junge, ich hab. Seht ihr das, Freunde? Das nervt unnormal. Ich hab immer diese Freundschaftsanfragen überall. Okay. Hallo, Freunde. Ich muss euch was sagen. Ich wurde letztens in der Fortnite-Runde gekillt. Einfach geblamed von einem Typ, der einfach am Schwimmen ist. Guckt euch an. Achso, cringe. Warum nicht? Ah, jetzt. Okay, wir gucken nochmal. Jetzt. Hallo, Freunde. Ich muss euch was sagen. Ich wurde letztens in der Fortnite-Runde gekillt. Einfach geblamed von einem Typ, der einfach am Schwimmen ist. Guckt euch an, Freunde. What the fuck? Man weiß gar nicht, wer das geht bei ihm ab, Digga. Einfach bam. Hä? Er hat Schwitzen durchgespielt, Digga. Freunde, wisst ihr, wer er die trinkt? Das ist einfach ein Typ, der die ganze Zeit am Schwimmen ist. Killt euch. Ich meine, was soll man denn sonst machen? Hä? Er ist einfach am Schwimmen. Ich finde gar nichts mehr. Jetzt kannst du... Hä? Oh, ich hätte gern gesehen, wie du noch geschittet wurdest, Digga. Oder wurdest du gekillt? Guck mal jetzt. Einfach bam. Hä? Von wo hat er geschossen? Oh, Mann. Guck mal, wie er schießt. Von wo hat er geschossen? Bam! Es ist der erste Fall. Der holt den dann. Man weiß gar nicht, wann er schießt. Guck mal jetzt. Einfach bam. Hä? Von wo hat er geschossen? Man sieht gar nicht, wann er schießt. Was er macht. Aber sah das bei dir auch so aus? Nein, nein, nein. Okay, war nur ein Replay so, ne? Ja, ja, trotzdem geil. Übel nice. Jetzt noch die Antwort, Digga. Die Antwort des Lebens. Boah, das wird halt anstrengend, weil man sieht mich dann nochmal. Mach einfach. Was kommt anders hin? Kannst du es nicht? Doch, doch, aber. Warte, ich guck mal. Ich hatte das letztens Mirkan auf Discord geschickt. Da. Irgendwas kaputt machst. Okay. Das war Odomans Anmod, wo er einfach Ding Brain Damage hatte. Warte mal, warum sich. Achso, Discord wegen Odoman. Okay, okay. Ich muss jetzt schon wieder lachen. Okay, Freunde, deswegen ist für die, die letztes Mal nicht dabei waren. Odoman hat ein Video aufgenommen live und er hat versucht. Bulls vs. Sniper zu erklären und dabei musste er noch einen Kommentar vorlesen, weil jemand hatte eine Idee, ja? Das hat ihn überfordert. Er musste zwei Sachen gleichzeitig machen. Okay. Seid ihr bereit? Hallo? Ja. Start! Einstellung, Meldung, Verhalten, Support, Recht, zurück, Spiel. Zurück. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Freunde, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Das, ab da fängt es an, Digga. Hier, ab hier. Ja! Bald, meine Freunde! Ich hoffe, ihr seid ein wunderschönes Weihnachtsfest, meine Damen und Herren. Heute spielen wir wieder Bull vs. Sniper, Alter. Und heute werden Kniescheiben weggesniped. Könntest du das kurz überlegen, Digga? Okay. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes, denn ich habe unter dem letzten Video, beziehungsweise ging das letzte Video unnormal ab. Und falls ihr es sehen wollt, Link ist unten in der Infobox, Freunde. Und ich habe unten aber noch in nicht, die Kommentare gelesen. Hat sich selbst schon Brain Match gemacht. Denn er schreibt, wir sollen... Warte. Er schreibt hier... Macht mal bitte keine Tänze. Er schreibt hier, macht mal ein Kill-Limit. Also man muss 5 Kills machen. Beziehungsweise man muss... Also hat man 5
geht's um eine Kiste. Da wir heute aber zu dritt sind, zum dritten Mal. Warte, ein bisschen. So, ja. Mach bitte ganz jetzt. Erschöpft hier, macht mal einen Kill mit. Also, man muss 5 Kills machen. Beziehungsweise, man muss. Also. Ist so. Beziehungsweise, man muss. Guck mal, warte. Digga, da war Diddly-Lü abgeschaltet, Digga. Zu gut. Melfins, ich schick dir das mal. Du musst es schon auch gut reinnehmen. Erschöpft hier, macht mal einen Kill mit. Also, man muss 5 Kills machen. Beziehungsweise, man muss. Schaut, ich lass es hoch. Also hat man 5 Kills um. Und das ging halt einfach 2 Minuten lang so, Freunde. Das war zu gut. Das war echt gut, Mann. Und dann hat er die Aufnahme wieder abgebrochen und musste in Deutschland. Ah, schlimm. Okay, so, Elmblu, ich lade hier ein. Oh, warte mal, Paluten haben mich eingeladen. Der echte. Paluten, Digga? Spaß. Der echte, Digga? Okay. Okay. Mach mal bitte Pili rein. Ah, warte, ich muss Dings. Ohne Backbling und Standardspitzhacke von der neuen Season. Keines, komm rein. Let's go. Alle Bananenskin? Ja. Mm. Ohne Backbling und Standardspitzhacke. Okay. Ey, wie heißt die Banane? Charlie. Mach einfach Charlie und dann kommt die. Du hast die doch aus dem Winter geschenkt, Dingsbums, oder? Ja. Pickaxe Standard. Ja. Boah, Mahlzeit, mal Stopp. Kann man Wasser, Wasser. Nee, bei Odemann nicht, aber ich mach vielleicht einen 16-Spieler-Mörder. Und da können ein paar Leute mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich das denn noch live mache oder dann offline gehe und dann mache. Ich gehe auch noch live, also. Denke ich mal. Du wolltest doch GTA spielen, oder nicht? Ja, aber wir können ja, wir haben ja gesagt, Aufnahmen von dir können wir im Livestream machen. Mhm. Und danach halt, je nachdem, wie weit wir sind, ich noch GTJ rein. Bist du nachher Insel oder was? Ja. Oh, wild. Oh, cringe, ich hab noch Dinger drin, Digga. Benutzerdefiniertes Scheißen. Das ist Gruppenkeil drin. Hä, es ändert sich immer, Blaze. Hör mal auf, Start zu machen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Hey, Blaze, Digga, ich schwöre. Jetzt. Unfähig, oder, Mann? Du bist unfähig, was machst du? Go die ganze Zeit einfach. Kannst du Channel auf 16 machen? Was meinst du? Hast du. Hä, ist doch egal. Digga, ich hab hier einfach Decke bei meinem Stuhl. So bei schön. Stuhl. Bei meinem Stuhl. Bei meinem Stuhl. Roll ich für ein Ghetto. Ich brauch das Discord nicht reinjoinen, ne? Also, ich sag das, ich mach das noch später dann. Ey, da, Bananen ging es anders witzig, Digga. Ziemlich geil, ne? Wundermal. Was meinst du, Stitch? Map ist nicht da. André, geh mal raus, bitte. Nö. Oder Blaze. Blaze oder André? Ich geh raus. Du musst wahrscheinlich Giannis raus. Ja, soll ich raus? Warte. Nee, musst du nicht. Okay, ah. Blaze, du kannst wieder rein? Nö. Ja, und? Hey, ich komm nicht mehr rein. Sitzung ist nicht mehr gültig. Deswegen geh ich nicht raus, Digga. Du musst öfters probieren. Jetzt. Ja. Blaze, bist du drin? Nee. Wie, jetzt, nee? Jetzt bin ich drin. Achso. Ja, schrei doch nicht. Ja, schrei du doch nicht. Warum schreist du mich an, Digga? Ey, Odo, wann kommst du nach Hamburg? So muss das sein, Robin. Ich bin Mörder. Weiß nicht, dann, wann ich bei André pennen kann. Der andere Robin. Ich hab Bock, Hotel zu holen. Ja, immer. Let's go, die Matratze, ey, ich sag euch ehrlich, die Matratze bei André, Digga. Erstes Sofa. Sofa ist wild bei André. Ich hab noch nie so gut bei irgendjemand anderem geschlafen wie bei André, ne? Sag ich ehrlich, Digga. Ich hab's nicht auf der Couch gepennt. Ich hab die Matratze zwei Jahre vorgelegen. Deswegen ist sie so wild. Ich hab mich einfach auf Andres Brust gelegt, einfach, Digga. Ne, Timo war ja auch da. Das ist auf viel Platz, ne?
Ja, da ist viel Platz. Ja, ab und zu abends hat mich Timo so an den Füßen gekitzelt, ey. Weißt du nicht, warum der sowas macht, Timo, ja, Digga? Hast du einen kleinen Fetisch? Okay, Stitch, um was geht's in der Map? Wir haben hier ein Hotel. Ich kann nicht fliegen, Bruder, bevor du noch weiter erklärst. Ah, das ist die Map! Ja, gib mal alle. Gib mal allen. Mach einfach nur fliegen. Ja, okay. Mach bitte. Blaze, mach kein nichts mit dem Handy. Oh. Okay. Ja, wir haben ein Hotel. Ja, wie geil, wir wären in Stockwerken so. Dimensionsetagen, ja? Lol, das ist ja geil. Ah, schön. Erklär, ja, erklär. Mhm. Okay, nein, das brauchst du nicht spoilern. Sag mir nur, wie man von oben nach unten kommt und von unten nach oben die ganze Zeit. Durch den Aufzug, einfach. Aufzugknopf. Und dann hat man Portale, okay. Gut. Warum kann ich das Handy nicht weglegen? Kann man auch vom ersten in den dritten, weil sonst ist es richtig RIP. Kann man von dem ersten auch in den dritten? Zum Beispiel so, weißt du? Kann man, meint er. Ja, also okay, könntest... Dann. Weil zum Beispiel, ich kill dich oben. Und dann muss ich erst in den vierten. Als was für Waffen? Unschuldigen Waffen? Cool, okay, das musst du ändern. Und wie kommt man in die... Wenn man gelootet hat, wie kriegt man dann seinen... Hüttenöffnen? Die offen? Ja, sind sie. Ah, Lul, okay. Und als Unschuldiger kriegt man... Was kriegt man da? Ich hab nichts bekommen. Doch, Kohlestück, okay. Ich kann nicht werfen. Achso. Was ist das für eine Map? So ein Hotel mäßig, wo es mehrere Stockwerke gibt. Kannst du die Kohlestücke ersetzen, also durch eine Waffe oder so? Okay, dann ersetz das mal und dann können wir starten. Okay. Was gerade passiert? Ja, alles gut, Bentimap. Oh, ich höre schon wieder irgendwelche Blitze in der Map. Ja. Ich hoffe, also, das ist nur am Start mit irgendwelchen Geräuschen, oder? Nur am Start, okay, perfekt. Kuss! Gut, dann ändern wir kurz das, dass man Waffen hat. Am besten eine Pistole einfach, als Unschuldiger. Ich bin Mörder. Ich gewinne. Ja, Taschenlampe brauchen wir nicht, die ist ja hell, die ist hell, alles gut. Was geht, Schummelgang? Einfach eine Pistole. Warte, lass mich kurz gucken. Was haben wir als unschuldigen Waffe nehmen, Jungs? Auf was habt ihr Bock? Boah, irgendwas Nices. Das Pumpgun hat mir übel gefallen, aber das war halt mit Dings, ne, mit Handschuhen. Wie wär's denn mit Dings? Irgendeiner neuen Waffe vielleicht. Oder eine neue Rare. Keine Ahnung. Nehmen wir die Doppel Jäger Armbrust Scheiße. Mach die rein, Stitch. Diese Doppel Armbrust Kacke. Einfach grau oder das niedrigste, was geht. Das ist ja egal. Ist ja egal. Ja. Was ist der Schlüssel? Eine mystische, okay, perfekt. Wild. Trommelgewehr, okay, perfekt. Tschüss, kranke Waffe. Trommel. Auf welchen? Alle ins, in... Im... Freunde, wie viele Likes haben wir? Mhm. Okay. Da geht noch mehr. Kann das okay. nicht sehen. Okay. Also Jungs, wenn ihr in der Kisten seid, wenn wir gleich gelootet haben, dann in die Räume gehen hier, wo man entscheidet, was man ist. Dann gehen wir alle einzeln raus. Müssen wir alle einzeln rausgehen, by the way. Stitch, okay. Bist du ready?
Da kannst du starten. Ja, 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 ja. Ja, müssen alle dann im Fahrstuhl sein, oder? Okay. Okay, perfekt. Okay, Jungs. Alle, lasst mich mal so. Ich bin mal da. Salami, Käse, Sujuk, Sandwich mit Ei. Aufnahme Start. Facecam Start. Einstellung, Meldung, Verhalten, Support, Recht, Respawn, zurück. Jumbo Club. Digga, mal wieder Kreativaufnahme, Digga. What the fuck? Richtig ungewohnt. Okay. 3, 2, 1. Abum de la Kaka! Okay, Werder-Intro. Damit, Benjamin, meine Clubmasters, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Heute spielen wir wieder Fortnite Mörder, meine Damen und Herren. Und zwar spielen wir heute auf einer richtig geilen Map, denn wir haben das Mörder-Hotel-Tower-System gedribbelt, Alter. Und heute mit dabei sind meine Freunde Blaze, Keines und Applu. Was geht? Oh, das wollte ich gar nicht machen, Digga. Perfekt, Digga. André, bist du auch da oder nicht? Geil, Cringe, ich hab Anmod gemacht, ich war gemutet. Oh mein Gott, Digga, man kennt dich. Aber deine Hand brennt, Odemann. Ah, verdammt. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Freunde, diese Map, diese wunderschöne Map, habe ich mir gewünscht von Stitchy. Und falls ihr diese Mörder-Map auch spielen wollt, natürlich von meinem Bauteam, wäre nice, wenn ihr mir auf Insta folgen könntet. Also mir auch natürlich, aber auch Stitch. Er hat einen Follower-Account hier unten, Freunde. Falls ihr die Map spielen wollt, geht auf Stitch sein Instagram und followt rein, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich würde mal sagen, Jungs, seid ihr bereit für Mörder? Ihr wisst alle, wie das funktioniert. Gehen wir nach oben, schnell gedämpfte Pistole ist Mörderwaffe, 3, 2, 1, go! Odemann ist Mörder. Sag ich doch, Odemann ist Mörder. Okay. Hey! Nochmal! Okay! Habt ihr sie alle? Ja, wir haben alle die Schalte gedämpfte. Okay, ich hab sie auch 5000 Mal gesehen. Okay, Jungs, würde ich nur sagen, gehen wir rein. Ja, warte mal, wer hat die jetzt, so. Digga? Eben lag sie da. Ich weiß auch nicht! Hä? Wer hat sie? Ich egal, weiß, wer nicht sie sagen, hat. Nicht sagen. Ja, nicht okay. Sagen, nicht sagen. Geht alle in eure Räume, Freunde. Dann drückt ihr natürlich das, was ihr seid, Freunde. Und ich würde mal sagen, ich gehe raus und dann kriegen wir automatisch unsere Waffen hier, Freunde. Und zwar kriegen wir hier man die kann, man Double. Kann nicht genau. Schießen. Ja, man kann hier unten nur nicht schießen. Achso. Weil wir haben kleine Story. Ihr wisst doch, kommt alle in den Aufzug. Warte. Doch, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken. Kommt alle in den Aufzug. Richtig Jungs, schön hier. Unter gibt's hier Fahrstuhlmusik? Unter uns. Ist ein Mörder. Ich hab grad erst gedacht, okay. Bei der Anmod, wo du gesagt hast, 3, 2, 1, dachte ich erst, es geht schon direkt fürs Looten, aber Knauze, es war für Anmod. Es geht los. Die Story. Erst drücken, wenn alle da sind. Drückt auf den Knopf, Jungs. Okay. Noch nicht. Bitte. Einer noch. Einer fehlt. Jetzt. Okay. Wir drücken alle. Okay, sorry. Was passiert, Jungs? Ist jemand hier Mörder von uns, unter uns? Ich weiß nicht, Bruder. Es ist irgendwas. Hä? Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir brennen. Digga. Fast zu stecken geblieben. Ich brenne! Nein, bist du fett? Doch, mein Finger, du? Guck! Nein! Oh, was passiert? Nein! Guck. Ich mach Licht, Jungs! Ich kick dich aus! Ich setz mich hin! Achso, hier, nach oben! Jungs, kurz Sport machen! Oh! Jungs, es geht los! Der Schlüssel muss versteckt sein! Ihr müsst auf den Knopf drücken, nach oben! Guck mal, und dann geht's los! Dann kann man sich eine Rubrik aussuchen, wo man hingeht! Oh mein Gott, ey, übel gut gemacht! Boah, wild! Oh mein Gott, ich geh WIP! Ultra geil! Warte mal! Guck mal, jeder ist einfach WIP gegangen! Ja. Ich bin nicht. Whip Jeans. Er wählt in my Jeans. Oh. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, der Mörder hat jetzt eine Minute Zeit, um die Schlüssel zu verstecken. Wenn er es nicht tut, hat er einen kleinen Schornstein in seinem Einhorn. Was? Oder mal, wo bist du hin? Ich bin gerade bei Feuer. Mhm. Wenn ich gleich nicht mehr rede, ist Odemann. Okay. Ich bin jetzt auch bei Feuer. Ah, Odemann hat mich gekillt. Oh mein Gott. Ich bin Odemann. Ich bin Odemann. Ah. Ich bin Odemann. Okay. Gut zu wissen. Ich bin ein Odemann. Gut zu wissen. Ich hab den Schlüssel in Feuer gefunden, Odemann ist. Laber nicht! Spaß. Der Mörder wieder. Hat noch 30 Sekunden, just saying. Ja, aber Odemann. Kann man ab da schießen nach 30 Sekunden? I think so. I hope so. I think so. I think so, pink so, Pauline. Also, Prediction, ohne es zu wissen, real mit talk. Odemann. Ich glaube, safe ist Odemann. Mit Odemann. Aber warum, Digga, warum? Weil gerade, wo André gesagt hat... Warte ganz kurz, die Map ist ja mal ultra geil gebaut. What the fuck, ja. Bro? Ja. Ich weiß auch, dass es so richtig klein ist. Okay, Blaze, du darfst weiterreden. Wo André gerade gesagt hat, er hat Schlüssel gefunden, hast du direkt gesagt, was, wo? Ja, er hat sich gewundert. Digga, denkst du, das war die Chicken-Spielchen beginnen jetzt, schießen. Jungs? Die Chicken-Spielchen beginnen. Alter. Ich vertraue keinem von euch.
Ich sage nichts! Ah! Vertraue ich auch nicht. Ulman hat auf dich geschossen. Hab ich nicht. Safe, Ulman Schüssel in Lobby. Ich schieß jetzt. Ich hab geschießt. Was hast du da gesagt, Blaze? Ich hab gesagt, safe, Ulman hat den Schlüssel wieder in der Lobby liegen lassen. Blum, wir sind im Aquarium. Alter. Digga, Monty, dein Aquarium. Das ist so geil. Ja. Ich bin stuck. Nicht mehr. Stuck. Oh, was? André, warum redest du nicht? Ist der Bro? Just Bro? Was hast du gerade gesagt? Bro? Oh mein Gott. Ich hab Trick gefunden. Was hast du gefunden? Komm mal, Dings. Ich komm. Nur ich. Bei dieser Pflanze, lila Pflanze Gegend. Ich komm, lila Pflanze. Ich bin auch lila Pflanze Gegend. Ich komm, ich bin da. Komm mit. Wohin? Guck mal hier. Nein. Soll ich's tun? Oh, ich muss den Schlüssel finden. Ich glaube, wir müssen eine Runde neu starten. Nein! Wie krank! Hä? Hä, wie geil! Unnormal! Bro, man kann immer die Plays machen. Wer chillt da? Leute. Hä? Lass uns mal alle. Warte mal, es ist einer gestorben. Was? Es wo? Ist gerade einer gestorben. Wo? Digga, es ist safe. Kianis, auf welcher Ebene warst du? War ganz unten. Ja, okay. Komm mal alle in die Lobby. Nein, ich weiß, wer es ist. Warte, wer ist es? Komm erst in die Lobby. Ja, ich bin da. Kianis, okay. Wo bist du? So, ihr zwei, erstmal. Guck mal, was ich in der Hand habe. Oh mein Gott. Woher? Stell dich zurück. Nimm mal die Pickaxe in die Hand. Okay. Also, wo warst du gerade, als der Kollege gestorben ist? Ich war auf dieser Lava-Insel und Odoman und André waren hier in dieser lila Gegend. Ja, und dann haben wir uns gesplittet. Odoman. Ja, aber warum fehlt einer? Ich kann dir auch genau sagen, wo. Komm mit. Ich war hier. Kommt mit in die Blattgegend. Aha. Kommt mit. Ey, warte. Vielleicht ist das ein Trick. Das ist kein Trick. Natürlich ist das ein Trick. Kianis, wo bist du? Hier. Ah. Hier, nimm. Hier. Ja, und was mit der anderen Waffe? Ja, kommt mit. Kommt beide mit. Kommt direkt mit. Wir gehen zu dritt rein. Komm. Wir gehen zu dritt rein. Ja, komm. 3, 2, 1, go. Go. Kommt mit. Ich war hier, okay? Und André stand hier und hat mir das hier gezeigt. Mhm. Kommt mit. Und André meinte, weil man kann hier runterspringen, soll ich hier runterspringen? Ja. Und dann ist er da runtergesprungen und konnte irgendwo anders rein. Mhm. Und ich bin nicht mit. Coole Story. Okay, ja, ey, Odo, wie geht's dir eigentlich so? Gut, dir? Ja, wie fühlt sich das so an, seine Freunde zu verraten und zu springen? Ich hab's dir nicht verraten. Ich spring jetzt hier runter und guck. Mach, spring runter. Und jetzt? Ja, hier ist die Wassergegend. Okay. Und jetzt, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt in der Wassergegend. Okay. Pass auf, er chillt safe in der Lobby. Er chillt safe in der Lobby. Hier ist nichts. Ich bin hier. Ich bin hier unten. Guck, hier. Janus, kannst du mir vertrauen. Hier. Guck mal, die Sache ist jetzt. Alles gut. Schlau, guck mal, Blaze würde mich doch jetzt killen. Das wäre doch die beste Möglichkeit, mich zu killen, oder? Nein, wär's nicht. Das wäre kein Mörderspielchen, Psychospielchen. Was? Oh, du verrätst dich die ganze Zeit. Es wäre ja kein Psychospielchen. Okay, Kianis, ich geh vor. Und okay, du gehst nach. Okay, 3, 2, 1. Ich bin hier, komm runter. Wo seid ihr denn? Hey, wo bist du? Guck mal, Odoman hat hier alles hingeworfen, damit der Verdacht immer mehr auf mich fällt. Wo bist du, Kianis? Hier bin ich. Ich bin's nicht, Jungs. Guck mal, das Ding ist, André ist hier reingegangen. Und wo soll der gestorben sein? Okay, ich würde sagen, wir machen Volksabstimmung, wer stirbt. Warum sollen wir das machen? Warum hast du gerade Waffe gezückt? Hä? Warum hast du gerade Waffe gezückt? Ganz schnell? Weil ich sicher sein will? Wo ist der? Außerdem, warte mal ganz kurz, Kianis. Odoman hat gerade nochmal die Waffe hier gezückt. Er hat die ja einmal hingeworfen und hat jetzt nochmal gezückt. Hä? Weil er die von André hat. Nein, ich hab sie doch aufgehoben. Wieder. Odoman. Digga, die lag doch gerade in der Lobby. Du hast ein Brain, Digga. Du hast ein Brain. Das ist wie eine Kartoffel. Ich geh weg von euch. Tschüss, Digga. Ich hab eine Idee. Ich hab eine richtig gute Idee. Wo bist du? Ja, genau. Wahrscheinlich. Komm, ich schwöre, wo bist du gerade? Er ist in der Lobby, warte. Ich bin in der Lobby. Hier, guck mal, hier liegt die Waffe von André. Die habe ich gerade aufgenommen. Ich sag euch so, Freunde, Mörder ist schwierig. Ja. Ne, warte mal, mit Blaze, will ich mal nehmen ihn? Tryharden. Ich sag sogar dann Blaze, sich das Blaze nicht so. Warum bist du kein Mörder? Oder tut mir gerade richtig leid. Weil ich halt gehört habe, dass jemand gestorben ist und ich die ganze Zeit Schüsse gesucht habe. Ich weiß nicht, was. Hast du es gerade gesehen? Oh mein Gott. Ich hab's so gefiltert, Bro! Ich musste einfach nachladen!
Ich hab nicht mal mit der Waffe geschossen. Warum muss ich nachladen? Mein Trick war's, ich wollte die Blaze töten. Und dann wollte ich Katz und Maus spielen mit Giannis, Mann. Aber hat nicht funktioniert, Digga. Ey, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, ey. Mann, Digga. Oh, schade. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, egal, ich hab trotzdem gewonnen. Weil ich alle gekillt hab. Blaze bin schlecht. Giannis, du bist schlecht. Obwohl ihr wusstet, dass ich's bin, aber egal, YOLO. Ich würde mal sagen, seid ihr bereit für die nächste Runde? Ich drück normal drauf und dann geht's los. Oha, Digga. Ich hab nicht mal 5 Waffen aufgesammelt. Jungs, was könnt ihr eigentlich? Die Waffe ist immer noch drin. Was kannst du? Kann ich aufheben. Droppt alle rein. Ich weiß, wer der Mörder alles ist. Rein droppen? Ja, ich weiß, wer der Mörder ist. Droppt rein. Warte, starte bitte neu, starte bitte neu. Ja, das ist übel anstrengend, die da rein zu Wer ist der Mörder? Der hier. Giannis. Das war Giannis. Ey, dieses Feuer, es brennt, mir ist voll warm. Mach mir gleich auch noch Lagerfeuer an. Okay. Lagerfeuer. Ich zähle dann runter. Okay, Jungs, soll ich mal sagen, ich hab trotzdem gewonnen in der Runde. Zweite Runde beginnt in 3, 2, 1, go. Und ich bin Mörder. Salami-Sandwich-Wurst mit Salami-Sandwich-Wurst. Waffe weg. Okay, Waffe weg. Mann. Jungs, dann will ich mal sagen, ich mach die Hütten auf, geht rein, holt euch euer Zeug. Geht raus auf die Map, Digga. Und dann, würde ich sagen, geht's los mit dem Psychospielchen. Nach oben. Drückt auf den Knopf, aber noch nicht auf bereit. Okay, die Story müssen wir jetzt skippen, Jamie. Wäre schon mal drin, am ersten Teil. Stitch am besten nächstes Mal bei, bei den nächsten Maps keine Story. Brauchen wir nicht. Ist ein bisschen dreckig, oder? Alles gut. Guck ihm das Staub. Okay, ihr könnt auf den Knopf drücken. Okay, was soll ich sagen? Geht's los! Wir sind wieder in der Lobby und 1 Minute 30 Sekunden Zeit, meine ich, um den Schlüssel zu verstecken. Ich habe den Schlüssel versteckt, wir können jetzt Mörder-Spielchen spielen. Okay, oder mal so. Okay, ciao. Okay, ciao. Let's go. Werde jetzt die ganze Zeit irgendwo versteckt sein und werde den Mörder jetzt finden. Der, wo in mein Biom kommt, ist direkt tot. Also ich muss mal ganz kurz... Bin ein Wasserbion, komm 101, wenn du willst. Die Map ist wirklich geisteskrank. Also muss man wirklich krank. Die Map ist wirklich gut gebaut. Ehrlich, das mach ich Bock. Hallo, bin ich mute? Ja, du bist mute. Okay. Ich komm 101, Digga, komm. Wir gucken 4 Leute zu, ich bin Fame. Komm. Warum gucken wir 4 Leute zu? Ist das ein Bug? Hallo? Oder man schießt nicht auf mich, okay? Ey. Wer ist das gerade? Wer ist das? Wer ist das? Bist du das, Odo? Ja. Okay. Guck mal, ich kann's schon mal nicht sein. Was macht ihr André? Da für Spielchen? Ist Blaze tot? Blaze? Warum lag hier Munition? Ich drück jetzt auf Fragezeichen, bitte killt mich. Warum lag hier Munition, André? Wo? Was redest du, Digga? Ich bin in der Oder Lobby. Giannis war's. Oha, Odo, jetzt aber jetzt. Du hast sie gekillt? Odo. Oh mein Gott, okay, warte, Giannis, Bruder. Geh weg von mir. Giannis, geh jetzt, weg von mir. Jetzt machst du gerade alles. Ich war doch hinter dir die ganze Zeit. Wo seid ihr? Ich will auch mitreden. Es ist 100% André, es kann nur André sein. Blaze ist anscheinend tot. Aber wir haben seine Waffe nicht gefunden, da lag nur Munition. Die Chicken-Spielchen beginnen jetzt. Und ich habe den Schlüssel in der Lobby gefunden. Okay, und Blaze ist tot. Okay. Also, und Giannis hat gesagt, ich kann schon mal nicht sein. Wer ist das? Direkt am Anfang. Ich bin das! Hey, chill mal! Was ist los mit dir, Digga? Ich bin Detektiv, Digga. Ja, und? Warum musst du nicht auf mich schießen jetzt? Das Ding ist, ich habe den Schlüssel gefunden in der Lobby und Giannis ist gerade... In dem Moment, wo ich den Schlüssel gefunden habe, ist Giannis gerade in die Lobby gekommen. Das ja, das heißt... Wo habt ihr die Munition gefunden? Die Munition war in der... Da, wo das Fenster kaputt ist, da. Im Grün. In der Pflanze. Ja, und falls du... vorhin zugehört hast, ne? Musst du einmal kurz zurückspulen in deinem Kopf. Ja, warst du im Wasserbiom. Das habe ich gesagt, komm, Wasserbiom 101. Du hast dich selber hops genommen, André. Warum? Oh mein Gott, du hast ihn in Pflanzengegend umgebracht, bist durch das Loch im Fenster runter zum Wasserbiom. So schnell. Oh, und hast da gechillt. Also ich habe Schlüssel angeblich in der Lobby gedroppt, bin dann in das Pflanzending, habe ihn gekillt, obwohl noch Schlüsselphase war, wo man nicht schießen kann. Und dann bin ich nach unten gedroppt in Wasser und meinte, komm 101 in 20 Sekunden? Ja, wenn ich das hinbekommen habe, bin ich der Heftigste. Okay, warte, wo ist dein Blaze? Wo soll dein Blaze sein?
Oder wo warst du, Kianis? Warte mal, warum lasse ich dich außen vor? Wo war Kianis? Also, ich sag dir ehrlich, ich bin die Reihe nach die ganzen Sachen durchgegangen. Ich habe erstmal gewartet in der Lobby und gucke, wo alle hingegangen sind. Dann bin ich einfach von links... Aber guckst du nur, wohin alle hingegangen sind, dass du den Schlüssel verstecken kannst, oder was? Nee, ehrlich gesagt bin ich halt wirklich den Schlüssel suchen. Er lässt hier in der Lobby? Ich bin das in der Lobby, ich vertraue dir nicht, geh weg! Ah, das bist du, ich hab Angst. Wo ist André? Warte mal. Ich glaube, ich habe jemand bei mir laufen hören. Ich bin in dieser Pflanze. Hier ist jemand versteckt. Nein. Blaze. Wo? Hä? Er hat einfach gelogen, Digga. Er hat gelogen, ne? Aber der Verdacht ist sehr, sehr krass auf André gefallen, bin ich Blaze? Ehrlich. Hä? Bist du dumm? Warum? Alter, Blaze, der Verdacht liegt jetzt auf dir, Bro. André ist safe jetzt. Ich bin safe. Er ist safe. Ja. Ja, dann ist Odo mal wieder. Jetzt ist halt wirklich. Hä, warum? Warte mal. Ja, lass einfach Blaze killen. Nächste Runde starten. Nein, das ist Kianis. Kommt alle Lobby. Das ist Kianis. Nein! Es ist Kianis. Ich bin Detektiv. Alle in die Lobby kommen. Stellt euch bitte alle gegenüber von mir. Okay. Ja, wer bist du? Wer ist Blaze? Achso, da. Ich bin der hier in der Mitte. In der Mitte? Bist du sicher? Ja, bin ich. Wer ist dafür, dass wir Blaze töten? Warum? Ich bin dafür. Du bist es 100%, Digga. Warum soll ich es sein? Du bist nicht dafür? Nein! Guck mal! Das Ding ist, er hat sich die ganze Runde versteckt, okay? Ja, aber er hätte uns doch... Guck mal, Bro, was bringt ihm das, sich zu verstecken? Er droppt Munition, damit er safe ist, einer auf den. Nein, dann habe ich ihn in der Ecke... Ich habe ihn versteckt in der Ecke gefunden. Klar! Aber es bringt ihm doch gar nichts, das zu machen. Doch, wäre er nicht gefunden worden, hätte niemand gedacht, dass er Mörder ist. Warum hast du... Warte, das für eine Logik? Warte, gesagt haben, warte. Du hast ihn gekillt, hast du nichts gesagt. Du hast nicht mal gesagt, dass er noch am Leben ist. Keines, warte, ich nehme jetzt die ganze Runde hops. Hä? Bleib bitte bei Blaze. Blaze, tritt bitte zwei Schritte nach vorne. Und jetzt drop mir mal bitte deine Munition. Die ich noch habe? Ja. Oh, shit. Ja, ich hab die auch gedroppt, hä? Sag ich doch. Warum hast du denn noch 20 kleine Munition? Ich hab einfach X gedrückt, also die Hälfte rausgedroppt. Drop alles raus. Ja, mehr hab ich nicht. Ich hab noch die Waffen, das war's. Aber wofür soll ich die jetzt rausdroppen? Hä? Ich töte Blaze. 3. Ja, warum? 2. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay, töte mich. Hä? Ja, mach. Guck mal, das Ding. Ah, ich hab Angst, Digga. Was? Wer hat die Blaze getötet? Ich hab grad weggeguckt. Kianis? Ja. Okay, es ist André. Nee, André ist tot. Nee, wer hat Blaze getötet? Ah, Blaze ist tot. Ich weiß nicht mehr. Ey, das wo seid ihr? Dein Ernst gerade? Ey, wo bist du, Odoman? Du bist es. Keines ist es. Ich bin's. Doch, keines ist es. André, komm zu Wasser. Ey, ich schwöre, nein, André. Digga. André, komm zu Wasser. Ey, André nimmt uns gerade so hops, Digga. André. Er ist zu krass. Mörder, dreh dich mal um. Oh, mein Gott. Junge, Odoman, du bist der schlechteste. Ich hab vergessen, dass da ein Fenster ist, Digga. Ich dachte, ich hab den Masterplan. Andi, ich seh so, Andi chillt einfach so vor dem Fahrstuhl, so mit seiner Waffe. Ich hab vergessen, dass man hinten rum runterspringen kann. Ich Vollidiot, Digga. Oh mein Gott. Okay, Andi hat das übel gut gespielt. Weil ja, das Ding Digga, ist, muss man Blaze, sagen, wirklich. Du bist so dumm, Digga. Warum du bist der schlechteste Detective. Warum versteckst du dich, du dummes Stück Scheiße? Er ist entschuldigt und versteckt Detective. Sich, der einen auf den Ich hätte gestorben. Sogar André beschuldigt, habe ich ja auch, weil es einfach Sinn gemacht hat, dass er im... Ja. Digga, Blaze, du hast meinen ganzen Traum hast kaputt gemacht. Digga, du bist der schlechteste Detective einfach. Hä, ich habe doch gewonnen, was wisst ihr jetzt von mir? Ja, aber du hast mich wieder abgeknallt. Ja, weil du droppst als unschuldiger Munition und versteckst dich. Man denkt sich so, warum, Digga? Aua. Naja, aber die Fährte hat trotzdem... sich auf dich gelegt. Ich hab doch trotzdem gewonnen, Blaze. Was diskutierst du jetzt? Die Fährte war unlogisch, weil keiner hat dich gekillt. Also gibt es keine Fährte, Bro. Jamil, es gibt keine. Jamil, können wir während die so diskutieren, so eine Musik machen, so dieses. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch ein Like da. Checkt auf jeden Fall mal die Jungs unten in der Infobox ab. Und natürlich auch Stitch, wenn ihr diese Map auch spielen wollt. Richtig geil. Kuss geht raus. Stitch, danke für die Map. Und wir sehen uns morgen aber da beim neuen Video um 18 Uhr. André, krass. Und André, was hast du gerade gesagt in deiner Abmod? Ich wollte rülpsen und dann kam nichts, weißt du, so Blockade und dann kam das Kotzen mit doch. Gut, das schneiden wir noch mit rein und dann ist das Video zu Ende. Ciao. Wolltest du jetzt auch noch was aufnehmen, André? Nein, weil er nicht. Ey, André, Digga, krass. Dann geh ich wieder cutten, Digga. Ja. Nice. Heftig. Kuss, Jungs, dass ihr dabei wart. Ehre. Bei Blaze muss man extra tryharden, weil er einfach Sachen macht, die unlogisch sind und dann, Digga, Fährte war trotzdem auf dich. Das war voll gut, aber... Das war richtig kacke. Das hat keinen Sinn ergeben.
Junge, die Map war so geil, ne? Also wirklich, das war bis jetzt die beste Mörder-Map, die ich je gespielt habe, muss ich echt sagen. Ja, es bockt sich echt damit, ja. Weil das nicht so riesig ist und diese Flächen und so richtig geil gemacht, wirklich. Self. Das ist so perfekt. Was geht jetzt? Was ist jetzt der Plan? Weiß ich nicht. Was ist der Plan? Machst du Customs, André? Will noch jemand was aufnehmen? Ich hätte noch... Ich schütze den Präsidenten, aber da muss ich mir noch überlegen, wie ungefähr ich das machen will. Mhm. Vielleicht mache ich das einfach auch morgen, weißt du, als Einzelvideo. Einfach morgen ein Video. Ja, ganz entspannt. Entspannt, genau, wir haben Zeit. Ich wäre jetzt fertig. Dann auch. Also, wie lange bist du denn noch live, André? Ich bin so lange live, wie wir Aufnahmen haben. Und dann hau ich ab. Ja, von mir aus. Also. Ich hab nichts mehr. Janis, was mit dir? Janis, willst du was aufnehmen? Boah, ich hätte Bock auf noch eine Mörder, ehrlich gesagt, wenn ihr Lust hättet. Aber ich habe halt leider keine Map, weil ich kein Bauteam oder so hab. Ja, easy. Du kannst die von Stitch bestimmt auch spielen, wenn du magst. Die wir jetzt gerade haben? Ja. Das ist okay? Von mir aus, ja. Also für mich macht das kein Dings. Auch cool, wenn die Maps mehr öfter gespielt werden können. Ja, ich finde die Map halt wirklich krank, Alter. Ja, nice. Stitch sagt, wenn es doppelte Werbung gibt, dann gerne. Genau, ein 30er, Digga. Ich bin leider nicht so riesig wie die, aber ich gebe mein Bestes, die dazu helfen. Alles gut, Digga, alles gut. Gerne. Wartet kurz. Ja, aber was ist jetzt mit Blaze? Blaze, gehst du Karten oder bist du trotzdem dabei? Ich kann noch schnell dabei sein. Okay. Aber ich muss danach auf jeden Fall cutten. So easy. Also bist du noch dabei, eine Runde Blaze? Ja, wenn du das jetzt schnell machst, Anne, dann bin ich dabei. Du brauchst nur Community nachher, ne? Hä, warte mal, Lavinia, einer hat nur geschrieben, hi André, und du hast getimeoutet. Oder bin ich doof? Warte, ich komme in den Match rein. Okay, wild. Guten Morgen, komm zurück. Ja, ich komme gerade rein. Ich bin kurz auf Klo, Jungs, ich bin sofort wieder da. Bis morgen. Jojo. Also ich sehe da keinen Spam, gar nichts. Ja, die letzten Nachrichten, aber die sind ja... Das ist ja Ewigkeiten her. Wenn du jetzt jeden timeouten willst, der reinschreibt, kannst du mich grüßen, habe ich keine Leute mehr. Von der letzten Nachricht an. Seine letzte Nachricht war sein 31er. Und das meinte er wahrscheinlich in der Mörderaufnahme. Und das davor war, André, kannst du mich grüßen. Und dazwischen sind safe Minuten vergangen. Also sehe ich keinen Grund, warum getimeoutet. Da könnte ich auch Mohammed timeouten, weil er genauso ist. Echt? Ich habe das, also ich sehe das nicht. Wahrscheinlich, weil ich Top-Chat an habe. Es tut mir leid. Live-Chat. Warte. Weiß ich nicht. Ich sehe das nicht. Kann sein, dass es bei mir nicht angezeigt wurde, weil ich Top-Chat an habe. Aber ist ja egal. Scheiß drauf. Sind ja nur 5 Minuten. Dann soll er danach wieder normal reinschreiben. Bei mir wird es nicht angezeigt, deswegen war ich verwundert, weil er hat bei mir nur eine Nachricht geschrieben und dann wurde er getimeoutet. Aber wenn ihr das gesehen habt, alles gut. Da, so wie Andreas zum Beispiel, sowas kann man timeouten. Schreibt mit dem Account für seinen Papa, weil er selber keinen haben darf und macht auf dicke Hose. Ich glaube, das war auf Odo bezogen, weil er dir den Rücken geschossen hat. Ja, das war wegen Mörderaufnahme. Deswegen war ich verwundert, weil das waren normale Kommentare so. Dies kannst du mich grüßen, ist halt... Ja, was soll man machen? Kannst du XP-Glitches ausprobieren? Nee. Es gibt so viele Freunde, da braucht ihr nicht mehr. Stimmt das, dass man gebannt werden kann? Hab bis jetzt keinen gehört, der davon gebannt wurde. Wir machen gleich noch eine Mörderaufnahme für Keyjanes, dann gehe ich offline. Keyjanes an. Hab ihn auch schon vorgewarnt. Ja, okay. Lavinia, bei mir wurde es echt nicht angezeigt, keine Ahnung. Weißt du, was das krass ist bei Mörder? Ich werde nie Mörder. Nie. Ich krieg's nie hin, ich weiß warum. Vergisst du dann bitte gleich nicht, das hochzuladen, André? Ja. Wenn ich's vergessen sollte, stupst direkt an. Das ist auch, glaube ich, nicht groß, also ist schnell oben. Willst du es direkt schneiden gleich? Ja. Okay. Ich lade es einfach mal jetzt nebenbei hoch.
Das kann er nicht. Nee, wenn es im Stream dann laggt, dann nicht. Alles gut. Ja, ich probiere einfach. Wenn es laggt, dann stoppe ich kurz. Welche KW? Random Maps 52. Was essen? Oh, so. Was trinken geholt? Okay, ich bin da. Sorry. Okay. Wollen wir starten? Warte. Lädt hoch, Bless. Okay, Stitch, du kannst starten. Okay, warte, ich komm wieder rein. Ah, ne, Bless nicht raus. Nee, also ich bin drin, aber ich, war in Premiere. So. Kannst starten? Also wenn ihr auf mich gewartet habt. Ready? Jo, wir sind ready. Okay, let's go. Wie heißt der Typ Stitch? Ja, hier steht sein. Ja, wild, er sagt seinen Insta-Follower aber nicht, wie er auf Instagram heißt. Wie heißt du denn auf Instagram? Ich wollte gerade sagen. Odemann? Bist du da? Lass kurz noch pupsen. Da. Okay. Warte mal, ich muss kurz einen Kommentar vorlesen, der richtig logisch ist. Kommt. André, mich würde mal interessieren, wann du den nächsten Livestream machst. Ist deine Entscheidung? Mich würde es nicht jucken, wann. Okay. Okay. Also hast du doch selber beantwortet. Digga. Ich würde es interessieren, aber irgendwie juckt es dich nicht. Also brauchst du auch nicht sagen. Digga. Ich weiß es selber nicht mehr. Kranker Dings, Digga. Würde mich interessieren, aber juckt nicht. Also. Aber also wenn du nicht willst, musst du halt nicht sagen, weißt du so? Aber mich juckt halt auch nicht so. Aber interessiert, aber interessiert mich. Nicht so. Das so, wenn du dir ein Glas Wasser machst, weil du voll Durst hast, aber nicht trinkst. Ja. Du willst was holen, willst das holen von Küche, Digga, aber du holst einfach nichts. Okay. Okay, let's go, oder was? Okay, ich mach dann kurz wegen Werbung hier und dann komme ich zu euch, ja? Easy. Alles klar, okay. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Liebe Freunde, heute machen wir eine Mörder-Map, Leute, und ich will gar nicht so viel reden, aber diese Mörder-Map ist bis jetzt die beste, die ich je gespielt habe. Checkt mal auf jeden Fall Stitchy Place oder Stitch auf jeden Fall auf Insta ab. Ich sehe deinen Namen jetzt nicht, aber ich werde es auf jeden Fall in die Kommis da reinschreiben. Und wir sind heute mit dabei. André ist am Start. Was geht, Mann? Odo, Mann, ist auch am Start. Oha, Digga, was ist das für ein Insekt? Das ist mein kleiner Kianis. Oh, ich flieg mit dem, weißt du? Kannst auch in Real Life aufklären. Okay. Und bitte mal das erste Mal beim Kanal der Ehrenbruder Blaze. Was geht, Ehre, YouTube, dicken Odemanns? Okay. Aber so Odemanns fein aus aller Mutter. Okay, wild. Freunde, wir machen jetzt auf jeden Fall eine Mörderrunde, beziehungsweise zwei. Und ich sag euch ehrlich, der beste Mörder hier unter uns ist definitiv meiner Meinung nach André, bis jetzt. Danke, Mann, das ist auch richtig so. Odemann ist gucken, schlecht. Was guck mal, was die anderen jetzt hier rausballern. Ich bin gespannt. Ich bin der schlechteste Nutzer, let's go. Seid ihr ready, Freunde? Ja. Let's go. Let's go. Ich bin Mörder. Ich bin Sucuk. Waffe weg. Waffe ist weg, ja. Waffe ist weg? Ja. Alles klar. Ist sowieso wieder Odemann, so wie immer. So, dann darf jeder jetzt in seine Räume rein. Räume rein? Auf die Map? Okay. Genau, da würde ich sagen, let's go. Warte, einer fehlt. Guck, du kleinen Bisch. Ich bin da. Freunde, checkt auf jeden Fall die Map an. Die ist geisteskrank. Wir sind einfach in so einem Fahrstuhl jetzt. Und jetzt müssen wir auf so einen Knopf drücken und jetzt kommt irgend so eine Sequenz. Das ist geisteskrank. Was geht los? Uns einer unter uns. Einer unter uns. Der Mörder ist unter uns. Was passiert? Digga, ich hab jemanden was abgeknallt gerade. Oha. Nach oben, Jungs, nach oben. Wenn das nicht gewollt war. Dann weiß ich auch nicht. Let's go, let's go. Nicht schade, André. Und jetzt können wir nach oben. Okay, ich bin VIP. Ich geh auch VIP. Komm, lass ein bisschen hier in Jacuzzi. Ich sag euch nicht, wo bisschen ich bin. Bisschen Kuschen, Giannis. Wo bist du, bei VIP? VIP, ja. Nachher bin ich der Mörder. Alter. Hier, komm, Jacuzzi. Oh, wild, Junge, ich könnte sogar Basketball spielen. Warte. Jetzt auch in VIP weißt rein, damit Odemann Mörder ist. Hast du die Mord? Bin ich Mörder. Alter. Boah, wild. Das ist halt zu wild. André hat gerade den Schlüssel versteckt. Ja, André ist es. Und deswegen ist er jetzt auch zu VIP gegangen. Ey, wenn ich das da rein... Oha, Digga, was macht der da? Alter, ich hab einfach getroffen! Du wild. Oh mein Gott.
Aha, was macht der hier hinter der, hinter dem Tresen? Ja, ich war vor dir schon hier, Digga. Jungs, ich mach euch die heftigsten Drinks, setzt euch hin, komm. Warte mal! Odemann hat gerade gesagt, er war vor mir schon hier, das geht gar nicht. Nein, er lügt. Warte, wo war er? Okay, wir gehen suchen. Ich war in der Pflanzengegend, in dieser hier, The Witcher-Gegend, Digga, was auch immer das ist. Das heißt, es muss woanders sein. In der Lobby, safe, Schlüssel wieder, Lobby. In der Lobby, safe. Wenn ich sterbe, ist André. Wenn ich sterbe, ist André. Odemann. Was? Das war so schlecht. Das war auch ein Spaß. Hä, keines? Bin hier? Pianis? Ah, ich dachte gerade, Digga. Ich bin jetzt hoch gerade geschossen. Ja, aber auf einmal Concentration. Ich weiß wo die Waffe liegt. Ich geh da jetzt hin. Kannst mir schon denken. Wo? Sag wo. Lava-Gegend. Ich bin auch Lava-Gegend. Oh, die Zeit ist abgelaufen, ne? Der Schlüssel muss platziert sein. Keine Ahnung. Lava-Gegend. Nee, doch nicht. Hier ist nichts. Oder gut versteckt einfach. Sehr, sehr gut versteckt. Das ist hier safe bei diesen lila Pflanzengegend. Ja, weil du da warst. Nein, da war ich nicht. Oder doch, unter Wasser. Hä, hast du doch gesagt, dass du da warst. Nein, nicht bei der Pflanzengegend. Es gibt zwei. Einmal so wüstemäßig und einmal andere. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Digga, wo hat Odemann den versteckt? Noch keine Ahnung. Ich werde ihn jetzt finden. Ich geh jetzt unter Wasser. Und dann ist es André. Hello, I'm under the water. Wer ist hier drin gerade gekommen? Hallo, wer ist hier gerade unter Wasser reingekommen? Ich bin jetzt hier. Ich bin vom Außen, vom Fenster. Also ich glaube irgendwie, dass es Odemann oder André ist. Einer von den beiden. Es ist André, Digga. Guck mal, einer von den beiden muss es sein. Aber ich weiß echt nicht. Ich glaube, es ist Kianis. Die Sache ist, ich glaube, es ist André, weil André hat auch letzte Runde gefühlt niemanden gekillt, so, ne? Und irgendwie ist halt noch niemand gestorben, aber, oder? Der André versteckt, hätte man den schon längst gefunden. Ja. Das bei mir genauso. Guter Mörder. Oh mein Gott. Gutes Versteck. Hey, Jungs, gut, wer hat gesagt, dass ich der Mörder bin? Warum? Hast du den Schlüssel gefunden? Ich hab den Schlüssel, Jungs. Hä, was hast du gerade gesagt, dass ich der Mörder bin? Und der Schlüssel, kommt bitte alle Lobby. Warte. Kommt alle Lobby! Wo war der? Der Schlüssel lag genau hier. Wo? Hier. Oh. Was? Hier am Fahrstuhl, hier, ums Eck. Das ist so ein Odemann-Versteck eigentlich. Eigentlich schon. Das ist ein André-Versteck. Ich bin. Ja, okay. Also ich glaube auch, das ist André, Digga. Aber lass mal. Okay, wer ist dafür, mich umzubringen? Ich auch. Okay, es ist Blaze. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Odemann. Eins, André, oder? Weiß nicht, Digga. Akianis macht gerade so Unschuldslamm. Boah, ich mach gar nichts. Ich schwör. Deswegen so, er macht gar nichts, er ist so Unschuldslamm. Ich hab gar nichts gemacht. Er hätte auch gern gesagt, lass mal andere umbringen, aber er will nicht, so weißt du, wegen ethische. Ah! Hier ist gerade einer gestorben. Oh mein Gott, ich hab's gerade gehört. Ey, wo bist du, Odemann? Wo seid ihr? Ich bin im Wasser. Ich bin Pflanzengegend. Ich bin VIP. Ich bin Pflanzengegend. Ich bin VIP. Ich glaube, es war unter Wasser. Nein, war es nicht. Wo war das? Also, doch, hier irgendwo in der Nähe, aber er ist nicht mehr hier. Ey, lass uns mal treffen, Wer ist unter Wasser? Ich bin unter Wasser. Ja, ich bin jetzt bei dir. Hier, guck, ich bin hier gerade runtergekommen. Komm mal alle Dings, komm mal alle Lobby. Ja. Okay, wer war wo? Ich war unter Wasser, Blaze war. Es ist Kianis. Es ist Blaze, Bro, 100%. Warum ich, Bruder? Warum ich? Ich war VIP. Guck mal. Es ist Kianis. Blaze von Pflanzen gegen. Ja, ich werde jetzt gleich sterben, Odemann. Ich sag's dir wirklich. Nein! Ich bin mit Kianis alleine in der Lobby. André war auch. Er ist in der Lobby. Es ist Kianis. Ich bin's nicht, Mann. Es ist Kianis. Er hat André getötet. Ey, ich schwöre, Blaze ich bin's nicht. Es ist für, ja, okay, so dann töt mich. Komm, mach wieder Blaze jede Runde kaputt. Nein, geh aber du bist. Weißt du warum? Weil ich hab dich studiert, Digga. Ja, du komm. Du übertreibst mich schon wieder. Bist du in der Lobby? Komm, mach mich. Ich schieß mich ab. Das bin ich. Ey, geh mal weg, du. Halt deine Waffe weg. Kianis, ich erlaub dir. Blaze zu töten. Ja, komm, töt mich, komm, mach. Töte und wir haben gewonnen, ich sag's töt dir. Töt mich, los, mach. Okay, ich kill dich. Ja, gewonnen. Mach, komm, ich sag, töt ich mich. Hab ihn studiert. Du bist der schlechteste Detektiv. Oh mein jede Runde. Oh mein Gott. Wo hast du André gekillt? Oh mein Gott, ich hab mich so aufs genommen. Wo hast du den André gekillt? Oh mein Gott, ein Salama-Map. Oh mein Gott. Ich spiele nie wieder mit Odemann Mörder. Ich hab studiert. Nie wieder. Okay, komm wieder hier hoch. Ja, du warst voll emotional, keine Ahnung, Blaze. jede Runde gehst du auf mich. Ich bin es nicht. Oh. Ich liebe euch. Junge, hör mir doch einfach einmal zu. Doch, Freunde, jetzt nicht.
Die erste Runde habe ich auf jeden Fall geholt, richtig tricky, aber hat richtig Bock gemacht. Jetzt gucken wir, was in der zweiten Runde passiert. Auf jeden Fall, André, tut mir leid, Digga. Ja, alles gut, Digga. Let's bin go. Ich gewohnt, Mann. Ich bin Mörder, ich bin Mörder. Ja, Waffe weg, oder was, Jungs? Ja. Nee, die Waffe liegt da noch drin, oder? Wer droppt da immer seine Waffen dann am Anfang schon? Ich weiß auch nicht. Ich hab grad meine... Darf man die Waffen nicht droppen, oder was? Nein. Oh, das wusste ich nicht, sorry. Oh, ich hab einen gehört mit der Mörderwaffe in den Lootboxen. Ich komme nicht mehr auf die Map. Ich hab 12... Ja. Ich hab... Selbst das Spiel hat gemerkt, dass du ein schlechter Detective bist. Ah, jetzt bin ich da. Ich hab Jungs, ganz kurz. Ich hab 12 von den Waffen, Digga. Ja, ich hatte auch 2 oder 3 letztes Mal. Okay. Ja, let's go, alle! Komm an ran hier, let's go, wir müssen nach Rom, Freunde! Oh, man kann sliden? Geil. Boah, wild! Einer fehlt! Bin da! Let's go! Was ist gerade passiert? Gar nichts! Gar nichts! Wer ist das hier mit dem Dings? Ich! Was da reinpasst? So, ich bin oben! Ich hab einen fahren lassen. Ich bin Feuer gegen, wenn der Schuss da liegt, bin ich Mörder. Geil. Jetzt legt dein Mörder safe das dahin. Ja, da liegt es echt dahin. Wünschte, ich wäre jetzt Mörder gewesen. Das hätte ich sofort gemacht. Ich wünsche mir, dass Odoman sofort tot ist. Ja. Bin Feuer gegen. Bin Wasser. Wer ist da hier in der Ecke? Hallo? Hallo, wer rennt hier vor mir weg? Wer rennt hier vor mir weg? Wasser gegen sieht clear aus. Wer ist das hier? Es ist safe. Du? Ja. Ich dachte eigentlich, ist Odoman. Wasser gegen ist nichts, Leute. Also, ich finde hier nichts. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Die Map ist so schön, Mann. Das ist einfach so eine wilde Map. Ich gehe unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Bescheid weißt. Geht's auch unter Wasser? Leute, André? Falls jetzt irgendwas sterben sollte. Ich glaube, es ist André. Ja, glaube ich auch. Warum André? Weil er die ganze Zeit sich hier so in die Ecke sneakt bei diesem Lava-Ding. Und ich habe gesagt, ich geh jetzt unter Wasser und dann war er weiterhin so sneaky und hat so geguckt, ob ich noch da bin, damit aber er den Schlüssel safe verstecken kann. Aber warum bist du in die Feuergegend gegangen? Weil ich gesagt habe, dass ich in der Feuergegend war. Und vielleicht war ich das und nicht André, mein Freund. Ja. Junge, Odoman, wenn du noch ein... Ich schwör, Du bist so kacke, ich lösch dich in Fortnite, ich spiele wieder mit dem Mörder. Ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Ja, hoffentlich auf dich. André? Ich bin Wassergegend. Die ganze Zeit Wassergegend. Okay, dann... Ich bin Sonnenblumengegend. Was ist Sonnenblumengegend? Wüste. Ich bin Sonnenblumengegend. Wer ist es hier? Odoman. Warte mal. Ist gerade jemand gestorben, oder? André, hast du das auch gehört? Nee. Wenn du das hier neben mir bist? Nee, ich hab nichts gehört, wirklich. Also ich hab hier gerade wirklich einen Death-Sound gehört, wirklich jetzt. Ja, Odoman ist gestorben. Dann ist es wieder Kianis. Ja, es muss Kianis sein. Oh, jemand hat mich geschossen, ich bin raus zur Lobby. Blaze, wo bist du? Blaze, wo bist du? Komm her, mein Sohn. Komm her. Blaze. Boah, ich hab 12.000 Erfahrung bekommen. XP Glitch. Ich warte. Ich finde dich, wo bist du? Wo bist du? Suche dich. Wo bist du? Ah! Das war ich die ganze Zeit, was du plötzlich. GG, Digga. Nice. Das war eine Stellerin. Alter, ich war auch zweimal hintereinander. Nice, was? Okay. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Es hat richtig Bock gemacht, Leute. Checkt auf jeden Fall nochmal den Inhaber dieser Map ab. Wie hieß er nochmal? Ich vergesse immer seinen Namen. Stitch Place. Checkt ihn auf jeden Fall ab, Leute. Richtig geile Map. Hat richtig Bock gemacht. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Nice. Wild. Ich schwöre, ich entwickle gerade so einen Grundhass auf Odoman einfach. Jungs, Dankeschön. Richtig geil. Hammer. Das ist gut. Okay, mit kurz Mut. So.
Gehst du jetzt live, Odermann, oder soll ich kurz warten? Warte noch kurz. Ja, okay. Danke, Stitch, für die Map. Kuss. Danke, Stitch. Bleiben wir noch kurz live. Komm, wir machen noch ein Custom Game und dann ist Odermann, glaube ich, live. Dann hosten wir Odermann und dann mache ich noch eine Aufnahme. Geil, Digga. Ja, yeah, man. Ja, PS4 Game, okay, dann ergibt es Sinn. Er meinte so, es war der mit diesem mich juckt nicht, aber wird mich interessieren. Er meint mich juckt nicht, weil er meint, er hat immer Zeit. Dementsprechend, okay. Hab ich verstanden. Aber es war schlecht formuliert einfach. Ja, manchmal muss man immer so Dings, das passiert oft. Okay, Giannis, wir machen jetzt ultra schwer für dich, okay? Warum? Ich lade dich in meine Gruppe ein und dann machen wir Duo Customs. Oha, das schaffe ich doch niemals, Mann. Ich nehme das auf. Okay, let's go. Oh shit. Das werde ich niemals im Leben packen, wirklich nicht. Aber okay, let's go. Okay. Mach ready. I'm ready, mate. Machst du noch 16 Spieler Mörder? Ja, ist noch geplant. Wenn die Map funktioniert. Okay. Passwort, also der Code ist Hallo123. Kommt rein. Wir machen wieder Kopfgeld. Leute, tut mir gefallen, geht nicht alle auf mich. Ja. Aber andere, dann landen wir getrennt, okay? Können wir machen, von mir aus. Achso. Für das wildeste Thumbnail für Dings gemacht. Okay. Let's go. Oh. Ey, wisst ihr, wie sehr ich die Zeit vor Corona vermisse, ne? Hallo, 1, 2, 3. Eule. Safe. Man wird davon depressiv, ohne Spaß. Das ist echt kein Spaß, diese Kacke. Oh Mann. Hallo, 1, 2, 3, kommt rein. Ah, Evil Kissy Missy, jetzt sehe ich es auch. Vor allem wird er getimeoutet und schreibt nach den 5 Minuten wieder das gleiche rein. Vollidiot, Mann, wirklich. Evil Kissy Missy, ich habe eine ernste Frage an dich. Wie kann man so dumm sein? Wenn du mir die ordentlich beantwortest, bleibst du. Wenn nicht, dann bann ich dich. Spielst du irgendwann mal wieder Among Us? Ja, habe ich eigentlich vor. Bin ich wieder da, Jungs? Ich wollte damit auch nochmal wieder ein Video droppen, weil es gibt echt viele neue Sachen, aber ich habe ganz schlechtes Gefühl, dass das nicht gut ankommt. Leider. Among Us war die beste Zeit auf YouTube, Freunde, wirklich. Ein geiles Spiel, Mann. Das ist ein richtig geiles Spiel. Ja. Wenn man das so mit eurer Truppe macht und so, ist geistkrank, unterhaltsam, safe. Hat doch echt Spaß gemacht. Der Hype war kurz, ne? Der war nicht lange, oder? Ja, weil die nichts gebracht haben, ne? Also. Kannst du mal Odo wieder Sniper vs. Bulls machen? Maxi. Das hat er gestern erst gedroppt, das Video. Warum fragst du sowas? Among Us war nice, ja, auf jeden Fall. Warum machst du die Geschenke nicht auf? Weil das mein Community-Account ist, da stört mich das nicht. Hallo 123, Freunde, wir warten noch 30 Sekunden, dann starten wir. Ich bin mal ganz kurz auf Klo, ja? Ja, easy. Ich verstehe auch nicht. Ich habe ja eigentlich auf YouTube eingestellt, dass man nicht spammen kann, ne? Aber die Leute spammen trotzdem. Mach die Zeit mal höher. Mach mal zum Test auf 10 Sekunden. Verkauf dein Haus, kommt bald, Daniel.
Schreibt mal rein und guckt mal, ob ihr Cooldown habt, Freunde. Ob ihr schreiben könnt dann. Der Code ist Hallo123. Oh. I'm ready to take off. Ja, okay, nice. Es funktioniert. Let's go. Also ist eigentlich von YouTube automatisch bei mir eingestellt, aber wahrscheinlich nimmt er das nicht und ich muss es nochmal selbst machen. Egal. Wir starten, Freunde. 70 Leute. Let's go. Ihr wisst, Kopfgeldmodus. Duo-Runde. Nee, Resinio, du hast nicht, weil Mitglieder haben das nicht. Ey, André, weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm? Guck mal, Freunde, ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal die 800 Likes für so einen geilen Content voll machen, oder? 800? Ja. Wie viel haben wir jetzt? Du hast gerade 769, da kriegen wir die 816. Easy. Let's go, alle mal schön auf Like drücken. Ja, jetzt geht's hoch hier. 771, komm, die 800 schaffen wir safe, Freunde. Go, go, go. 800, ey, bevor wir die Runde starten. Ihr habt 780, eine Minute Zeit. 780, 20 brauchen wir noch, Freunde. Let's go, 790. Seht ihr? Einfach auf Like drücken, Leute. Das ist eine Sekunde. Jan ist einfach Dings. Aktionshaus Dings geworden. 790, wir sind bei den 794. Wer bietet mehr? 700, 800, 800, 800, 810. Wer bietet mehr? Ehre, okay, Freunde. Jetzt machen wir eine wilde Runde. Ich werde am Anfang sterben. Kianis wird dann gejagt von allen Leuten. Let's go. Ey, Leute. Okay, André, lande mal bitte du hier. Okay. Geht genau auf die andere Seite immer. Nee, ich lande unten bei Jonker Speedway immer. Eisen Drink. Okay. Ärger. Es geht. Seid ihr fertig, oder was? Ne, wir machen gerade Custom rund. So. Dann warte ich und danach gehe ich dann einfach live. Ich halte mal heute live, während ein Video auch kommt. Das macht echt nicht viel aus, ich sag's dir. Ist sogar gut, glaube ich. Hör mal. Ich habe das auch schon aus Versehen öfter mal gehabt und Video kam immer gut an. Gehst du nach den Aufnahmen nochmal live, André? Vollidiot, der in den roten. Nee, geh nicht nochmal live. Wieso? Könnt ihr mich bitte killen, Freunde? Ohne mal anstrengend, dass niemand checkt, wie das funktioniert. Heute Abend am PoE oder was? Safe. Pepper Wechsel oder was? Ja. Geil. Bist du auch, oder wie? Ich hab eine Zeit lang viel gezockt, ja. Danke. Let's go. Kian ist hier mit dem Unfake, dass er in Chonkers Wonkers landet. Er hat euch alle verarscht. Aber wildes Equip, Digga. Holy shit, er hat direkt Endgame-Gear. Voll traurig, wenn man die Sniper wegpacken muss, ne? Ja, leider ist das so. Diese Season bringt Sniper einfach nichts. Ja, weil man hat nur 4 Slots, weil Spider-Man-Handschuhe ist immer da. Muss man immer haben. Ja. Macht einfach keinen Sinn. Ich finde, es müsste so einen extra Slot geben für so Sachen, die halt länger bleiben. So Spider-Man-Handschuhe oder Jetpack oder was weiß ich. Da finde ich, da kommt wieder rein und macht hier auf Albert Einstein, Digga. Ah, Evil Kissy Missy hat auf einmal Gehirn bekommen. Was hast du da geschrieben gerade? Auf der Astros, sie sind 1, 2, 3 Astros mit dabei, die Leute davon abhalten, mich zu Simsalve. Auch Entschuldigung an die Mods, ihr seid die Besten. Ich wusste halt wirklich nicht, dass er nicht grüßt. Oh. Ja, aber du hast ja... Ach, egal. Alles gut, du hast dich entschuldigt. Mal gucken, wie die nächste Zeit funktioniert. Gut gespielt, Dankeschön, Alex. Spaß. Uff. Boah. Das ist voll gefährlich, dass man jetzt getroffen werden kann und dann geht's weg. Wow! Steht mal! Erstmal weg hier. So geht das hier nicht. Warum streamst du nicht mehr auf Twitch? Weiß ich nicht, weil ich einfach auf YouTube mehr Reichweite habe und es macht mehr Spaß. Ganz einfach. Der Chat ist aktiver. Man kann mehr Customs machen mit mehr Leuten und so. Auf Twitch ist halt alles ein bisschen eingeschlafen. Da war es entspannt, da waren halt auch nur Leute, die nicht genervt haben, so.
Aber auf YouTube, vorhin Aufnahmen, waren wir 700 Leute, Freunde. Auf Twitch ist maximal 150 oder so. Ist halt schon ein großer Unterschied, ne? Ero, das verstehe ich bis heute auch nicht. Sobald man in der Aufnahme reingeht, sind 200, 300 Leute mehr da. Ich weiß nicht, wie die das riechen oder so. Vom Ding her kann man das System dribbeln. Man tut so die ganze Zeit, als wäre Aufnahme. Hallo. Würdest du dich trauen, deine Nummer aufzugeben? Warum sollte ich es? Das hat ja nichts mit Trauen zu tun, Freunde. Das ist einfach wozu. David, würdest du dich trauen, dir ein Messer an den Bein zu stecken? So, was bringt dir das? Und damit du dann sagen kannst, ja, ich habe mich getraut? So, hä? Was kannst du fragen, wie zum Beispiel, wenn würdest du dich trauen, in eine Achterbahn zu gehen? Das kann man fragen. Oder Sachen, so die Sinn ergeben, aber nicht. Diese Wenn-du-Eier-hast-Mentalität von den meisten Leuten hier ist echt erschreckend, Freunde. Wirklich sinnlos. Kommt runter von eurem Stolz und so. Der bringt euch nichts, außer ihr kriegt aufs Maul irgendwann, weil ihr auf den Falschen trifft. Ja. Soll ich deine Karte holen? Nee. Okay. Muss 2 gegen 1. Alter. Ich bin so konzentriert, das glaubst du gar nicht. Du wärst schon wirklich krass, wenn ich das gewinnen würde. Also wäre echt glücklich. Ja. Das wäre auch nicht schlecht, weil es leben noch echt krasse Leute wahrscheinlich. Hm. Ich sag euch so, Achterbahn, Freunde, das ist schwer zu erklären. Es klingt zwar so, als würde ich es mich nicht trauen, aber ich war in den meisten schon drinne. So Heidepark und so ein Kram. Aber es ist nicht meins. Also, ich war zum Beispiel in diesem Holzachterbahn drinne und so ein Kram. Aber es bockt, also ich will es denn nicht nochmal machen. Für mich ist es, ich mag das nicht. Ich mag auch dieses Gefühl nicht, dieses Kribbeln, wenn man schaukelt. Das mag ich auch nicht. Wenn du oben bist. Nein, ich mag das nicht. So. Ja, das, aber ich kann auch so Achterbahn und so kann ich auch nicht öfter fahren, weil ich habe, glaube ich, Höhenangst, Digga. Ja, vielleicht gefällt es mir deswegen nicht, weil ich habe auch Höhenangst. Aber ich bin trotzdem gefahren, weil ich kann vor nichts Angst haben, was ich noch nicht so probiert habe, sage ich. Bei Achterbahn und so, also alles, was mir nicht schaden kann. Aber es war nicht meins. Dinger, wenn man... Hast du Final Destination gesehen, André? Ja. Ja. Seitdem kannst du keine Achterbahn fahren, Digga, ich sag dir. Schaut es euch nicht an, Digga. Digga, wer war der Losty da? Alter, ich schwöre, es war richtiger Odoman. Richtiger Odoman, er hat sogar deinen Skin gehabt, Digga. Das war ich in Mörder gerade, Digga. Wer ist das hinter dir? Mit der Waffe? Ich hab sogar ein bisschen gewartet noch. Zu gut, Digga. Ja, muss es hättest mal im Stream sehen müssen, wie ich so gegrinst hab und die ganze Zeit warte, bis jemand kommt, damit ich ihn abknallen kann. Ich liebe Achterbahn fahren. Ja, viele mögen das. Für mich ist es nix. Aber er würde mir jetzt jemand sagen, hier 1000 Euro, wenn du mitfährst, würde ich easy machen. Das würde mich stören. Aber ich mache es einfach nur aus Vergnügen nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Bin eh ein bisschen komisch, weil ich höre auch privat ganz selten Musik. Überhaupt nicht eigentlich. Ich nur, wenn ich Auto fahre. Schade. Das Lustige ist, ich sag sogar, ich hoffe, ich hab ein paar Astros, die mich nicht streamsnipen und direkt kennen und einfach meine Main-Leute, die holen mich. Tja. Das ist traurig, Digga. Das ist die Mentalität von Fortnite-Spielern. Das ist halt wirklich so. Sehr, sehr traurig. Aber GG. Das sind auch genau eine, das sind die zwei, also wir haben drei der besten Spieler bei uns in Astro und genau die zwei gehören zu den besten. Schade, Jungs. Schade, Sasuke-Jane, Ihr habt euren Teamleader enttäuscht. Ja, das stimmt. Das ist auch kein Spaß oder so. Ich feiere das auch überhaupt nicht, sowas. Aber GG hat Bock gemacht, danke. Naja. Wie lange bleibst du noch live? Nicht mehr lange, aber Odoman geht nach mir direkt live. Dann machen wir da noch eine Aufnahme.
Also Odemann spielt gleich erstmal noch eine Solo-Runde, dann kläre ich kurz alles. Oder was anderes, keine Ahnung. Machst du nur eine, oder was? Ich hab bis jetzt nur eine. Ich hab sonst kein anderes Video. Achso. Nur das Mörder. Auf jeden Fall erstmal, ja. Okay. Beim Mörder-Spielen überlege ich mir was. Komm. Ero, ich hab auch eine. Also ich kann nicht in offenes Meer. Ich könnte auch niemals vom Boot aus ins Meer springen oder so. Boah, ja, Mann, da habe ich auch übel Schiss. Also alles, was ich nicht sehe, macht mir Angst. So unten, wenn ich so im Meer wäre und ich schwimme da drin und ich sehe nicht, was unter mir passiert, ganz schlimm. Ich stelle mir direkt so einen Riesenhai vor, der so 8 Meter lang ist und gerade so auf mich zuschwimmt. Wisst ihr? Das macht mir dann Panik. Ich bin mal tauchen gewesen, ne? Ich habe ja einen Taucherschein und dann, ihr müsst euch vorstellen, da war so ein, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Das sind so Würmer, die haben so eine Klammer, die sind so in der Erde. The fuck? Und wenn dann ein, irgendwas da raufkommt, dann gehen diese Klammer zu und die ziehen das in die Erde runter. Ja. Und sowas habe ich, Digga, das müsst ihr euch auf YouTube mal gönnen, Digga. Das sind so, diese Würmer sind, boah, fast 2 Meter lang oder so in der Erde. Fuck, Digga, hau ab. Ja, Digga, das ist, und stellt euch mal vor, ihr tretet auf so ein Teil und das greift zu so euren Beinen und ihr müsst so runterziehen. Boah. Das Meer wieder. Ist echt. Für mich könnte man die Welt umdrehen und das Universum, Aliens und so, es lebt alles im Meer, Digga. Weil die Fische und wie die aussehen und Oktopus und so, das ist ja eigentlich, sind das Aliens. Ich hoffe alles. Ja. Vielleicht sind wir auch die Aliens, aber. Das Ding ist, wir haben ja erst nur 5% der Meere, ne? Das ist das Interessante. Nicht mehr, ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr geworden. Aber trotzdem, aber sagen wir mal unter 10%, ne? Sehr, sehr wenig. Das ist, also es kann wirklich sein, dass da irgendwo Unterwassermenschen leben oder was auch immer. Kann alles sein, man weiß nicht. Safe, safe. Die haben ein besseres Internet als wir hier, safe. Stell dir vor. Die wieder schwimmen? Beim Schwimmen ist ja egal. Mich wird auch ein Meer nicht jucken, wo ich alles sehe. Es geht mir nur um diese grünen, dunkelgrünen, dunkelblauen Meere. Ja. Nicht diese am Strand an der Türkei, wo man alles sieht oder so. Da würde es mich nicht jucken. Ja, so Karibik, wo das so hellblau ist, Digga. Du siehst so den Sand unten und so. Ja. Da ist easy, Digga. Ja. Aber ja, na, wenn dann so der Abgrund kommt und dann siehst, guckst du runter, Digga, und dann ist da nichts einfach. Das ist schon erschreckend, Mann. Es gibt ja auch Leute, die haben in Spielen auch Angst davor. Die ja, machen ja, sich ja. so. Ja. Bei Mario 64 gibt es eine Level, da ist so ein Aal. Ja, im Wasser, du meinst dieses im Wasser. Konnte ich nicht spielen. Krass. Ja, das hat mir so Angst gemacht. Ich zeig euch das gleich mal. Das war mein Lieblingsfeld. Die dann am Anfang da rumschwimmt und am Ende ist die in so einer Koralle drin. Da guckt sie so raus, ne? Ja, genau. Ja, normal, normal. Ekelhaft, Freunde, kann ich nicht. Ich könnte keine Spiele spielen, wo ich so unter Wasser bin, wo ich nichts sehe und so. Krieg ja schon bei Rust und so Angst, wenn da so ein Hai schwimmt oder so. Ja, Mann. Bei Fortnite jetzt nicht, weil die sehen halt nicht echt aus so. Oder dann spielen wir Subnautica, das ist das Horrorspiel für dich. Ja, sowas würde ich gar nicht spielen. Pause, ich liebe sowas. Ich liebe sowas unnormal. Ja, ich zeige euch gleich den Clip mit dem Super Mario. Subnautica, wildes Game. Weiß nicht, also ich hab's schon mal gehört, aber noch nie so mir angeguckt. Das ist so, so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Minecraft, aber das ist halt so Survival Crafting unter Wasser. Mit Fabelwesen. Ah, doch, das habe ich schon mal gesehen. Genau, mit Fabelwesen halt. Also kein echten Game. Da gibt's auch so Stellen, da schwimmst du und auf einmal kriegst du so einen Jumpscare, so ein riesen Wassermonster. Dreht auf einmal dein Charakter um, so dass es auf einmal auf Bildschirm ist und dann erschreckst du dich. Fuck. Okay. Absolut nicht meins. Ah, ich glaube, das ist Yasin, oder? Gegen die fighten gerade. Mhm. Bin mal gespannt, ob die Jungs das holen, weil die sind wirklich echt krass gut beide. Oh shit. Immer wenn ich das sage, stirbt einer. Ja. Ich glaube, der in dem blauen ist Yassin. Sehe ich an seiner Move-Art und so. Er hatte auch, glaube ich, den Skin letztes.
Machst du auch Videos mit Kidlife? Nicht mehr so viele, Freunde. Aber wir haben keinen Streit oder so, aber wir haben einfach verschiedene Interessen. Digga, James, Junge. Krass. Hat er beide geholt? Nein, aber er hat's halt noch irgendwie geschafft, da rauszukommen. Das ist krank. Problem ist halt, dass sie im Stream gesehen werden, egal was er macht. Ja. So. Ja, Yasin und er. Stimmt, hast recht gehabt. Ja. Wir haben nicht gerecht, Johannes. Ehre, Digga, dann. Also Yasins Gameplay ist auf jeden Fall besser als von Jojo. Hast du schon mal Phasmo gespielt? Nee. Ich hab's bei Odoman einmal gesehen, glaube ich. Odoman, du hast mal gespielt, ne? Ja, aber ich fand's jetzt nicht so krass, Digga. Nein. Aber also Furkan, der spielt es ja übel gut so. Anscheinend wird es übel gut sein. Aber. Ja, vielleicht ist es so wie PoE, wenn man es dann ja kann, dann bockt's mehr. Ja, auf jeden Fall. James entkommen oder ist er gestorben? Hm? Wir sehen, ob James gestorben ist oder entkommen ist. Also das gegen die gerade gefightet haben. Nur The Forest ist ein krankes Spiel. The Forest feiere ich auch. Ja. Da habe ich, das finde ich auch, ist für mich kein Horror-Game so. Ja. Ja, ja, es ist kein Horror-Game. Rest in Peace. Burak hat mir mal ein Spiel gezeigt, Digga, von so einem Typ, der das selber gemacht hat, Digga. Oh, das war richtig eklig. Da gibt's sogar noch einen Clip von Mave-Memes irgendwann. Aber Horror-Streams mache ich auch bald wieder, Digga. Das war richtig geil. Ja, das war 12 Tage lang nicht schlafen. Junge, kann ich gehen. Schlafen. The Forest habe ich schon mal gezockt, aber da war es ganz, ganz neu. Da war es so verbuggt, dass es mich nicht gebockt hat. Ey, das ist halt das Problem an Spiele, die kommen immer richtig unfertig raus und dann bocken sie dich nicht mehr an, aber dann hast du schon die 20 Euro bezahlt. Das Geile ist an Steam, dass du es 2 Stunden lang zocken kannst oder eine und dann kannst du wieder zurückgeben, Freunde. Ich mach das so oft, weil viele Firmen und Spielhersteller haben es einfach nicht verdient. Wirklich. Bring's raus, ist scheiße, bleibt für immer ein Open Beta, es ist immer noch scheiße nach 2 Jahren. Die haben einfach Cash Grab gemacht. Ja. Ich finde, Steam sollte auch so bei Early Access spielen und so auf 2 oder auf 3 Stunden erhöhen, damit man das spielen kann und wenn es scheiße ist, zurückgehen, wirklich. Was mit Fall Guys? Habe ich keine Intentions so zu zocken. Keine Ahnung. Ist schwer, sowas zu streamen, ne? Nö, habe ich früher auch gemacht. Das macht Bock eigentlich. Man kann ja auch jetzt Custom Games und so machen. Ah, okay. Aber mal gucken, Freunde. Momentan bringt mir Fortnite Spaß. Ich finde jetzt auch mittlerweile, also am Anfang kam ich nicht klar so mit der neuen Season, aber jetzt mittlerweile auch dieses Spider-Man-Item, muss ich echt sagen, ist geil. Was sind deine Lieblingsgames? So privat. Ja, Path of Exile ist nice. Dann so WoW, Roll Games. Schwer zu sagen momentan. Na, ich würde schon sagen, dein One of Favorite, glaube ich, ist schon PoE, Digga. Was du auch so am meisten zockst eigentlich, würde ich sagen. Also da habe ich auch viele Stunden drin, ja. Die meisten habe ich wahrscheinlich in Fortnite so, weil ich halt das beruflich mache, sage ich mal, aber sonst habe ich in WoW und in Path of Exile die meisten Stunden. Ja. Ich glaube, PoE sind es 1600 Stunden. Das ist krank. Ich habe gesehen, du zockst auch Final Fantasy, ne? Ja, so ein bisschen, aber ich bin immer noch nicht überzeugt. Einer meiner Lieblingsspiele, also die Final Fantasy-Reihe. Ja, ja, ich habe das so. Das aber 14 online ist das. Habe ich zum Beispiel noch nicht gezockt, aber es hat nichts so. Das ist einfach so WoW-Style, ne? Ja, es ja, ist so ein MMORPG. Okay. Also diese Final Fantasy-Reihe, ich weiß nicht, habt ihr die mal gezockt? Nee.
Jungs, 7 habe ich mal ganz früher gespielt. Das ist das, der geilste Teil, also auch das, wirklich, das, meine ganze Kindheit, boah. Das ist halt, es ist so, weiß nicht. Halt nicht für jeden, das stimmt, aber die, die es dann spielen, die Storys sind halt geil. Ja, die Storys sollen krank sein, ey. Musik und die Storys, das ist so, man fiebert was, richtig mit. Was ich nicht feier, ist halt diese Pokémon-Kampfsystem. Ja, ah, da gewöhnt man sich dran. Das ist geil, glaub mir. Das ist geil, Mann. Wenn man sich dran gewöhnt hat, bockt das. Aber ja, ich mag's auch nicht, so rundenbasiert. Das, ich liebe das. Für mich ist Pokémon Pokémon so. Es gibt kein anderes Game, das so rundenbasiert ist, so, außer Pokémon. Was geil ist, finde ich. So, so ganz komisch. Irgendwie therapiert so. Das ist wie genauso, wenn man WoW spielt und dann andere MMORPGs. Sagt man auch, hey, das ist scheiße so. Ja. Yeah. Ich habe früher Dragon Quest gespielt, da war das auch so rundenbasiert, deswegen fand ich es nicht so schlimm. Weil die Atmosphäre hat gestimmt und so. Dragon Quest war auch ein richtig geiles Game. André, was ist PoE? Schreibt Levin. PoE. Es ist wie Diablo. Sagt euch das was? Es ist so von oben. Hack and Slay. Kann man Hack and Slay. So, man killt ganz viele Monster, die droppen random Items. Und ihr werdet dann immer stärker und könnt stärkere Bosse besiegen. Man kommt wieder in OG-Infiziert-Modus. Musst du mal Odemann fragen? Mal schauen. Die schauen? Leute wünschen sich das voll viele. Warte mal. Hoffnung und so. Oh, Digga. War der letzte. Gespitzhackt. Oh, shit. Oh, er rasiert. Schade. Ah. Geile Runde, Leute. GG geil. An LSMN16 und Wipers. Waxbox. Ja, Andreas Prenzlin ist so ein schöner Mensch, dass ich ihn jetzt banne. Die Würmer heißen Hunting Bobbit. Ja, aber das hat er schon 20 Mal reingeschrieben. Ach so. Und wurde schon 3 Mal getimeoutet, wirklich. Manche Menschen haben echt, das ist wirklich... Würde man am liebsten echt mal so einen Nackenklatscher ziehen, wisst ihr, so mit draufspucken auf die Hand und dann oben durchziehen, dass dein Kopf auf den Boden aufplatscht. Digga! Was? Die Viecher sind ja übel eklig. Was denn? The Hunting Bobbits. Der scheiß Wurm. Achso, das, was ich meinte? Digga! Krass, ne? Ich zeig euch jetzt das Super Mario Level kurz. Ja, Mann, das will ich aussehen. Boah. Das war die geilste Map und die Musik auf dieser Map ist auch geisteskrank. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so gruselig, weil die Grafik natürlich ultra cringe ist ja, für heutzutage. Für damals war es krank. Ja. Sieht man das? Ja. Alter, ja, Mann. Da seht ihr auch mal meine Freundschaftsanfragen, Freunde. Es kommt jedes Mal, wenn ich aus Dings raus tapp. Ich glaube. Ich glaube, ich werde krank, Alter. Kennt ihr das? Ja, Mann. Scheiße. Ding ist, ich weiß nicht, ob ich mit Ton laufen lassen kann wegen Copyright. Ja, oh, alte Zeit. Alleine das Bild von diesem dunklen Boot in dem dunkelblauen Dings hat mir so ein ekliges Gefühl gegeben. Die Idee war aber geil vom Game, oder? Ich will den Stream eventuell oben lassen, deswegen mache ich mal ohne Dings. Die Idee war geil, ja. Mal hier ist man oben gestartet und dann fliegt man, also springt man gleich in so einen Tümpel rein. Junge, ich hasse Menschen, die da so lange brauchen, ne, wirklich. Schön. Was ist deine Mission? Er liest einfach, wer hat diese Schilder gelesen? Niemand. Okay. Die Schwimmsteuerung in dem Spiel war anders anstrengend. Da ist man hier runtergeschwommen und dann war man hier in so einem Wasserlevel. Dann ging es aber weiter durch so Tunnel und so ein Kram. Warte. Das war alles noch... Und jetzt geht's los, Digga. Oh, eklig, warte. Digga. Wann kommt das? Jetzt. Und dann wird das hier so dunkel. Und hier ist so ein verlassenes Schiff ein auf den. Und dann kommt hier gleich diese Moräne oder was auch immer das sein soll.
Wo ist die? Da, Digga. Da ist die, Digga. Die hat einen nicht so verfolgt, aber die ist so immer um denselben Kreis geschwommen. Es war so ekelhaft, Digga. Guckt euch das an. Gott, Digga. Allein, wie groß die ist, so. Stell euch das mal in dem Spiel vor, was unsere Grafik hat, Digga. Ja, übel ekelhaft. Und früher war das so die normale Grafik, die man kennt, Freunde, ne? Warte, ich guck mal, wo das... Später ist sie ja dann in diesen Dingen stecken geblieben. Da. Und dann war sie hier unten immer in diesem Loch drinne. Hat so rausgeguckt auf ekelhaft, Digga. Junge, es war so eklig. Und dann kam sie raus, wenn man zu nah dran gegangen ist. Digga. Und früher war das halt so... Jetzt denkt man sich so, Minecraft, wisst ihr, nicht mal. Schlimmer als Minecraft. Wie viele Jungs? Jungs, ich bin da mal weg, ja? Hat richtig Bock gemacht, okay. Danke nochmal. Dann mal am Kern, ist, hau rein, Mann. Ich wünsche euch einen schönen Abend, danke. Wir sehen uns. Tschüss, ciao. Ich auch, hau rein. Ja. Komm gleich wieder. Mohammed hat was geschenkt. Daywalker, wild, Digga. Kuss, dankeschön. Hallo, André? Ja. Bist du noch live? Ja. Okay. Video lädt schon hoch, ne? Ja, ist schon oben. Okay, warte, ich guck, ne? Ich hoffe, das sind die richtigen. Kann ich dir erst sagen, wenn ich es runtergeladen habe? Ja, aber ich gehe jetzt eh gleich offline, weil Odemann live geht. Wieso ekelt mich das Aussehen des Meeres, aber nicht die Schlange, beziehungsweise das Ungeziefer? Ich weiß nicht. Ja, Ero, ist okay, dass er dich gestochen hat, Digga. Danke für deinen Tipp, für deine Dings. Alles gut. Alle dann zu Odemann. Ja, das Ding ist, ich dachte, er geht jetzt live und er sagt, ich komm gleich wieder. Was? Du kommst gleich wieder. Cringe, ich war gemutet, Digga. Komm jetzt. Ja, ich war jetzt an. Okay. Stopp. Aber wir müssen noch kurz 5 Minuten warten. Hast 5 Minuten Delay drin, oder was? Nee. Wo mein Dinger kommt, immer kommt. Aber du kannst ja schon mal Dings, ne? Warte, ich muss öffentlich machen. Öffentlich. An. Okay, Freunde, alle rüber zu Odemann. Kuss. Wenn alles klappt, machen wir da gleich noch ein, zwei Aufnahmen. Kommt rein. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.